Jugendgefängnis Herford in Ostwestfalen. Ein ehemaliges Zuchthaus aus dem vorletzten Jahrhundert. Mit uns kommt ein Bus neuer Gefangener an. Jugendliche und junge Erwachsene. Auch wir sind zum ersten Mal hier. 4 Monate nach dem schrecklichen Foltermord im Siegburger Jugendknast, wo 3 Häftlinge einen Zellengenossen grausam quälten und in den Tod trieben. Der Fall Siegburg soll sich nicht wiederholen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung investiert Millionenbeträge in Jugendgefängnisse. Doch wie groß, wie verbreitet ist die Gewalt hinter Gittern wirklich? Was hat sich geändert seit Siegburg? Nur unter strengen Auflagen hat man uns erlaubt, hier mehrere Monate lang zu drehen. Die Aufnahmezelle in Block D, doppelt so groß wie eine normale. Eines der 3 Betten muss frei bleiben. Denn seit Siegburg hat das Justizministerium Belegungen mit mehr als 2 Mann verboten. Einer der 9 ist Dennis. Eine Therapie soll er im Knast machen. Im Alter von 13 Jahren begann er mit dem Trinken, wurde immer wieder gewalttätig. Doch hier hat er Angst. Angst vor dem Hofgang. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich möchte mit den Leuten eigentlich nicht so sehr in Kontakt geraten hier. Ich möchte mich eigentlich aus allem raushalten und einfach nur mein Ding durchziehen. Mhm. Also das siehst du schon als so eine knifflige Zone an, ja. Hofgang. Was noch? Sonst eigentlich gar nichts, nur der Hofgang, so, denke ich. Was ist denn da so die Fantasie, was da passieren könnte? Ja, dass man doof angepöbelt wird, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie die anderen hier so drauf sind. Schon Respekt vor den Leuten, halt. Die sind ja schon länger hier. Vielleicht interessiert sie das nicht, ob die noch länger hier sind und, keine Ahnung, greifen einen dann einfach an oder so. Und du wirst dann halt in so eine Sache mit reingezogen, kriegst dann für irgendwas, was du gar nicht wolltest, noch länger und da habe ich keine Lust drauf. Einen Tag später. Dennis wird in seine neue Zelle gebracht. Auch hier wird vorerst 1 Bett frei bleiben. Das Wachpersonal kann Dennis noch nicht einschätzen. Auch er könnte ausrasten, theoretisch, und am Ende den Spannmann, den Zellengenossen, drangsalieren oder gar foltern. Das Gefängnis ist rappelvoll. Rund 400 Gefangene sitzen in Herford ein. Viele zu zweit in einer Zelle, auf engstem Raum. Die meisten hatten sich zuvor auf der Straße durchgeschlagen. Raub, Schlägereien und Drogenhandel. Therapieprogramme für die große Masse gibt es nicht in Herford. Es fehlt an Fachleuten, mehr noch an guten Konzepten. 2 Zellentrakte neben Dennis. Hier sitzt einer der Täter von Siegburg ein. Ralf A. ist der älteste von 3 Gefangenen, die ihr Opfer zuerst stundenlang gequält und sexuell erniedrigt hatten. Dann zwangen sie ihren Mitgefangenen, sich selbst zu erhängen. Sonst kannst du ja selber nochmal fragen. Guten Appetit. Auch er hat hinter Gittern schlimme Gewaltverbrechen begangen. Christopher ist es jedoch inzwischen gelungen, sich in Herford hochzuarbeiten. Zurzeit ist er Bibliothekar und hat viele Vergünstigungen wegen guter Führung. An Geld und Tabak mangelt es ihm nicht. Christopher ist Einzelgänger. Wie Dennis lehnt er Kontakte zu Mitgefangenen ab. Seine eigentliche Haftstrafe wegen Kleinkriminalität und Drogenhandel hat er abgesessen. Dennoch muss er jetzt noch fast 4 Jahre im Gefängnis bleiben. Was haben Sie im Knast oder eher in der Haft an Verbrechen begangen? Also ich habe in der Haft eine gemeinschaftliche schwere Körperverletzung begangen. Unter anderem mit Folterungen und so. Ja, und deswegen bin ich halt auf A1 runtergekommen. Auf A1. Die von allen gefürchtete Absonderungsabteilung mit strenger Einzelhaft. 6 Monate lang war Christopher dort. Hier hätten sie ihn umgedreht, sagt er. Und er meint damit die Bediensteten, allesamt Freiwillige, auf der einzigen Spezialabteilung für knastinterne Gewalttäter in NRW.
sitzen halt alle Gefangenen, die sich im Vollzug nicht kooperationsbereit verhalten haben, ihre Straftaten, die sie draußen begangen haben, halt hier drin identifizieren. Sei es Gewalttaten gegen Mitgefangene oder gegen Bedienstete oder ständige Widersetzlichkeiten. Das so. Voll belegt im Moment? Voll belegt. Kein Platz mehr frei. 25 Gefangene, die hier sind. Aber aus ganz NRW oder aus? Aus ganz NRW. Mhm. Das heißt, andere Haftanstalten, die nicht mehr weiter wissen? Andere Jugendanstalten schicken ihnen dann die Leute auch? Die für die Gefangenen Timeout vorsehen, verschicken die dann hierhin oder verschoben die hierhin. Mhm. Timeout. Das Programm ist Repression pur. Runterfahren aller Privilegien auf den Punkt Null. Weder Fernsehen noch Radio. Kontaktsperre. Wer hier zur Unzeit schläft, bekommt sofort die Matratze weggenommen. Auf A1 hat Christopher viel nachgedacht über seine Tat. Schlicht genervt habe ihn sein Opfer. Da ist er einfach irgendwann einem die Sicherung durchgebrannt. So, da konnte man mit dem Ganzen nicht umgehen. Und er war dann halt auch noch so auf der Zelle so einer, der ziemlich große Klappe mir gegenüber gehabt hatte, der Geschichten erzählt hat, die für mich sowas von fern geklungen haben. So, da wusste man sich irgendwann nicht mehr anders zu helfen. So, und es war dann auch so, dass ich den Beamten in Iserlohn, war das gewesen, gesagt habe, dass ich von der Zelle runter möchte. Und dann haben sie gesagt, ja, tut mir leid, im Moment ist kein Platz mehr da, müssen sie sich halt gedulden. Ich so, ich will runter von der Zelle, ich sehe das nicht ein, mit solchen Leuten meine Zeit zu verbringen, ich will das einfach nicht so. Und dann haben die gesagt, so, ja, dann seht zu, halt die Füße noch ein paar Tage still, bis eine Zelle frei ist und dann können wir mal gucken, dass du auf eine andere Zelle kommst. Aber jetzt, im Moment geht es definitiv nicht. Ja, und da haben sie gehandelt. Ja. Herr Görz, ist das so, von den Gefangenen darf hier jetzt keiner irgendwie in der Gruppe essen? Die müssen alle alleine? Wir essen alle alleine. Wir öffnen halt auch jeden Haftraum immer einzeln, dass kein Kontakt zwischen den einzelnen Stufen hier herrscht. Was zwar nicht immer möglich ist, aber zur Essensausgabe, beziehungsweise zur Minimierung des Sicherheitsrisikos, dass Sachen weitergegeben werden, öffnen wir jeden Haftraum immer einzeln. Mhm. Warum ist das so wichtig, dass die keinen Kontakt haben untereinander? Weil auch teilweise mit Drogen gehandelt wurde, beziehungsweise Weitergabe von Drogen, Tabak etc., Genussmitteln, das ist halt hier nicht vorgesehen. Soll hier kein Kontakt. Nur mühsam, Stück für Stück, im Rahmen eines 3-Stufen-Plans, kommt man von der Spezialabteilung A1 zurück in den Normalvollzug. Ist es denn so, dass wenn man durch eigene Gewalt irgendwie aufgefallen ist, dass man dann an Ansehen gewinnt und die anderen einen nicht als Opfer ausgucken? Also ich muss sagen, mir persönlich hat es geholfen so. Mich lassen die meisten in Ruhe so, weil die halt wissen so, okay, der Junge war auf A1, die wissen dann noch meistens stellenweise die Hintergründe, warum ich da runtergekommen bin. Und da sagen sie dann halt so, ja, bevor ich mich mit dem anlege, lasse ich es lieber sein. Die Nachmittagsfreistunde im Herforder Jugendknast. Der Hofgang. Mit Argusaugen beobachten regelmäßig die Beamten von A1 die Szenerie. Dort unten werden allerlei knastinterne Geschäfte abgesprochen. Deals über Tabak, Drogen und Handyschmuggel. Und es geht um Machtkämpfe. Sind das zufällige Gruppen oder gibt es da schon ein System? Das sind sicherlich keine zufälligen Gruppen. Zu Rechten sieht man da so mehr die rechtsorientierte Szene. Dann hat man natürlich die muslimischen Gruppen so ein bisschen untereinander. Und die deutschen Neutralen und die Spätaussiedler natürlich. Besonders auffällig Mitglieder militanter Neonazi-Gruppen aus dem Ruhrgebiet. Direkt daneben, fast auf Tuchfühlung, eine türkisch-arabische Gruppierung. Es gibt ja auch extremistische Islamisten und die würden also eher mit deutschen Rechten kooperieren als mit Russlanddeutschen, weil die in vielen der Russlanddeutschen oder Polen halt immer noch die Leute aus den Ostblockstaaten sehen, die damals jüdisch waren. Und den Konflikt, den kennen wir ja. Den Beamten geht es um das Aufspüren von Rädelsführern. Man muss die Strömungen so ein bisschen kennen, man muss auch die Leute so ein bisschen kennen. Gerade bei den Spätaussiedlern ist es so, dass man die Führer so ein bisschen ausmachen kann. Führer würden zum Beispiel nie mit den anderen Gruppen rumlaufen, die sitzen meistens nur und geben Anweisungen. Die sind also relativ unauffällig.
Also müssen Sie gerade ein Auge auf die Unauffälligen haben. Genau. Unten am Zaun wollen wir unsere Dreharbeiten fortsetzen. Doch es bahnt sich eine Schlägerei an unter den Häftlingen. Man beordert uns nach drinnen. Ein Greifkommando stürmt los. Drehverbot. Bei Dennis dürfen wir weiterdrehen. Vom Fenster aus hat er den Vorfall auf dem Hof beobachtet. Man hat halt durch die Anlage gehört, dass die Beamten rausgerufen wurden. Und dann habe ich mir schon gedacht, dass draußen irgendwas passiert ist bei Freistunde. Habe mich ans Fenster gestellt und dann wurden zwei Mitgefangene halt aus der Anlage dort rausgeholt und zurück in ihre Zellen gebracht. Also da wird einem dann wieder vor Augen geführt, dass es doch zu Streitigkeiten kommen kann in einer Freistunde. Und das gibt einem dann schon wieder Bedenken, ob man dann rausgehen soll, wenn man den Sachen nicht lieber aus dem Weg gehen will. Antreten einer Arbeitskolonne zum Häftlingsappell im Zentrum der JVA. Für die allermeisten ist Anstaltskleidung Pflicht. Die Qualität der Gefangenen geht schon sehr in Richtung schwierige Gefangene. Wir haben früher mehr so eine, ja, wenn ich das so sagen darf, eine durchmischte Gesellschaft hier gehabt. Wir haben hier tatsächlich nur noch eine ganz klare Negativauslese. Und was die Gewalt als solche angeht, da denke ich, darf man nicht die Augen davor verschließen, dass die jungen Leute, die wir hinbekommen, im Prinzip die Gewalt schon in den Köpfen haben. Die haben draußen die Gewalterfahrungen gemacht, teilweise im Elternhaus, teilweise in den Cliquen. Und diese Gewalt, diese grundsätzlich vorhandene Gewaltbereitschaft, die wird nicht dadurch ausgeschaltet, dass mit einem Mal die jungen Leute hinter Mauern sind. Hinter Mauern geht es in erster Linie um Dinge des täglichen Bedarfs. Tabak, Lebensmittel und auch Drogen. Die Gefangenen haben untereinander Pendelsysteme entwickelt. Sogar Handys werden schon mal so weitergegeben. Die verbotenen Plastikangeln werden aus Müllsäcken hergestellt. Während wir drehen, entdeckt ein Beamter, wie gerade türkischstämmige Gefangene versuchen, Leute ihres Clans unten auf A1 zu versorgen. Was soll das da oben? Die Sachen bereithalten, die werden gleich. Die Sachen bereithalten, die werden gleich abgeholt. Komm, wieder raus. Was denn? Das Pendel wieder raus. Hey, Serkan. Eigentlich dürfen wir mit den Gefangenen der Sonderabteilung A1 nicht sprechen. Wir versuchen es trotzdem. Wie lange kann man das aushalten hier so isoliert? So in so einer Zelle? Ich bin jetzt schon seit 3,5 Monaten fast hier drin. Echt? Und Sie, wie lange sind Sie schon drin? Hier am Sonder? Ja. Seit Januar. Seit Januar? Das ist aber auch schon lang. Auch auf Sonder, auf A1, ist ein Tageshöhepunkt der Hofgang. Nicht alle 25 Gefangenen dürfen gemeinsam in den kleinen Spezialhof von A1. Zu groß das Risiko, dass Konflikte sogar hier auf A1 weiter mit Gewalt ausgetragen werden. Auch Ralf A., der Foltermörder aus Siegburg, ist heute draußen. Auf A1 gilt er als eher unauffällig. Drinnen ist jetzt die Zeit für die Zelleninspektion. Wie im gesamten Gebäude wurde auch hier alles frisch renoviert. Fast alle Zellen in Herford verfügen über einen eigenen abgetrennten WC-Bereich, der nicht durch das Zellenguckloch einsehbar ist. Deshalb wird hier besonders gut kontrolliert. Nebenan inspiziert Markus Görz die Zelle 19. Bis vor 2 Stunden noch von Said bewohnt, einem libanesischen Drogendealer. Ja, und das war der Gefangene, der war zu schwierig für Sie, oder? Ja, die ständige Widersichtlichkeiten. Ja. Was halt nicht möglich, auch im Rahmen der Gleichbehandlung aller Gefangener, halt zu sagen,
dass er hier bleiben konnte, weil er sich halt nicht ans Regelwerk gehalten hat. Andere Gefangene halten sich ans Regelwerk und die fragen dann halt natürlich auch nach, warum kann der hier schreien? Er wollte halt irgendwo Tabak holen oder nach Tabak fragen und das ist auf dieser Abteilung halt nicht vorgesehen. Und dann fing er halt an, gegen Schränke zu schlagen, Türen zu treten, rumzuschreien. Nee, wer denn heute? Wer auffällig geworden ist wie Said, den schafft man zunächst in sogenannte Schlichtzellen. Besonders schlicht eingerichtete Spezialräume, ständig videoüberwacht. Said, der den A1-Bediensteten auch mit Mord gedroht haben soll, ist nur einer von mehreren Schlichtzelleninsassen des Tages. Als angenehm empfinde die Zeit da garantiert nicht, aber es ist halt schon so ein Stück weit, dann fangen sie halt nachzudenken, weil sie merken, es geht immer weiter bergab mit mir, beziehungsweise die kommen dann halt schon nach 2 bis 3 Tagen zur Besinnung und fangen dann halt an, sich ein Stück weit an die Regeln zu halten. Wenn Said aus dem Libanon auch in der Schlichtzelle weiter randalieren sollte, wird man ihn hierher bringen, in den BGH, den besonders gesicherten Haftraum, in eine Zelle ohne Fenster. Nur mit Kunstlicht ausgestattet, ohne Bett und Stuhl. Das ist ja halt der besonders gesicherte Haftraum. Hier kommen halt Gefangene hin, wo wir ganz sicher gehen müssen, dass sie sich im weiteren Verlauf nichts weiter antun. Wir werden hier komplett entkleidet und bekommen hier halt nur eine Matratze und hier geht eigentlich gar nichts mehr, das ist richtig, genau. Luft kommt hier rein? Ja, hier wird das Ganze belüftet und es klimatisiert. Falls hier drin halt die körperliche Selbstzerstörung insoweit weitergehen würde, dass die Gefangenen halt anfangen, mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, dass sie wirklich völlig abdrehen, sind halt hier die Manschetten noch im Boden. Die sind halt dafür gedacht, dass wir den Gefangenen dann notfalls auch noch fixieren können, an Händen und Füßen sowie an Bauch mit Segofix-Gurten. Dann werden die Gefangenen noch fixiert. Und dann geht überhaupt nichts mehr. Vier Wochen später. Wir sind wiedergekommen, weil im D-Flügel ein Gefangener seine Einzelzelle in Brand gesetzt hatte. Ganz knapp nur soll er dem Tode entgangen sein, überlebte mit schwerer Rauchvergiftung. Doch drehen dürfen wir dort nicht. Stattdessen besuchen wir eine der zahlreichen Werkstätten der JVA. Die handwerkliche Ausbildung, die die Gefangenen hier bekommen, genießt einen exzellenten Ruf. Wer hier arbeiten kann, verfügt über mehr Geld als andere, kann günstigere Tauschgeschäfte machen. Neben Gemeinschaftszellen sind es vor allem die JVA-Werkstätten, die kaum ausreichend kontrolliert werden können. Hier zum Beispiel in der Schlosserei haben unlängst 10 Gefangene heimlich Schnaps in großen Mengen getrunken, den sie zuvor in Werkstattkanistern angesetzt hatten. Vor allem aber werden an Orten wie diesem die Außenseiter malträtiert. Der Arbeitsplatz von Marcel, 20 Jahre alt, verurteilt wegen Gewalttaten und Dealerei. Vor 4 Wochen verprügelte Marcel hier einen sogenannten Sittich. Einen Mitgefangenen, verurteilt wegen Sittlichkeitsvergehen. Keiner kann das ab, ne? Kann mir einer erzählen, was er will. Auch Beamte, die müssen zwar alle gleich behandeln, aber die denken sich auch ihren Teil. Auf jeden Fall. Ich meine, die haben ja auch Kinder, ne? Mhm. Ja, und wie setzen die sich zur Wehr oder sprechen die gar nicht über ihre Straftaten? Ja, hier zum Beispiel, er hat uns 7 Monate erzählt, dass er Körperverletzung gemacht hat. Ja, und dann nach 7 Monaten kam das raus, hat er uns ja alle angelogen, wir waren alle nett zu dem. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir gar nicht mit dem gesprochen. Und wie geht er jetzt mit dem um? Gar nicht, ignorieren. Ein gerade mal 2-tägiges Deeskalationstraining hat Marcel inzwischen machen müssen. Langfristige Antigewalttherapien gibt es nicht in der JVA. Nach der Tat landete auch Marcel in einer Schlichtzelle, wie Said. Wie ist das denn auf der Schlichtzelle? Scheiße, ne? Ganz romantisch. Ein Scheiß. Hast du nix, ne? Also so wie man sich halt einen Knast vorstellt, ne? Bett und ein Waschbecken und eine Toilette. Wie viele Tage kann man das aushalten? Bäh. Gute Frage. Ich glaube, das liegt an jedem selber, ne? Mhm. Das kann sie sich vorstellen, wie lange? Weiß nicht.
2 Tage haben mir auf jeden Fall gereicht. Wie fühlt man sich danach? Jedes Mal, wenn die Tür aufging, ich habe gesagt, ihr kriegt noch Post von meinem Anwalt. Nur Scheiß. Wieder auf A1, auf Sonder. Wir wollen uns nach der aktuellen Belegung erkundigen und nach Said, den wir nur vom Überwachungsmonitor kennen. Sprechen dürfen wir nicht mit ihm. Jemand hat uns erzählt, Said sei schon wieder in der Schlichtzelle untergebracht. Gibt es schon wieder Neuzugänge oder Sie haben ja gar keinen Platz, ne? Wir haben ja zurzeit keinen Platz. Nein, Neuzugänge gibt es hier nicht. Mhm. Zurzeit nicht. Einen Ihrer Kandidaten haben Sie in der Schlichtzelle. Wie geht es ihm da? Der ist nicht mehr in der Schlichtzelle. Der ist heute Morgen im besonders gesicherten Haftraum nach einer Sicherheitsstörung sehr halt verlegt worden. Und da kann ich noch mal meinen Kollegen mehr darüber erzählen. Der war heute Morgen mit dabei. Was hat er gemacht? Heute Morgen beim Ausrücken in die Freistunde waren die anderen Gefangenen schon da. Dann kam der Gefangene aus der Schlichtzelle noch dazu. Und es gab eine Auseinandersetzung mit einem anderen Gefangenen der Freistunde, wo er aus meinen Augen der Aggressor gewesen ist. Das haben auch andere Bedienstete so gesehen. Und aufgrund dieser Tatsache ist er in den besonders gesicherten Haftraum verbracht worden, da er äußerst renitent ist und erstmal noch ein bisschen mehr Auszeit braucht, um über seine Missetaten nachzudenken und damit halt auch andere Gefangene vor ihm geschützt werden, damit sowas nicht nochmal passiert, zumindest nicht in den nächsten Tagen. Und da hat er sich so einfach hinbringen lassen? In aller Regel versuchen wir, den Gefangenen dabei nicht zu schädigen. Wenn es unbedingt sein muss, werden die Gefangenen gefesselt, damit die nicht renitent werden auf dem Weg dorthin. Das ist in diesem Fall gemacht worden und er ist auch ohne Verletzungen dorthin gebracht worden. Das heißt, bis auf den er angegriffen hat, ist niemand verletzt worden. Essensausgabe auf A1, 3 Stunden nach der Tat. Wir treffen Saids Opfer. Hallo. Na, wie geht's dir? Der Gefangene aus Zelle 18 scheint Saids Faustschläge verkraftet zu haben. Ja. War noch von heute Morgen. Bitte? Das war noch von heute Morgen. Ich weiß nicht was. Trotz Kontaktverbots versucht er mit uns zu reden. Ja, was passiert hier mit dem Gesicht? Was passiert ist? Ja. Das sind hier diese wahrscheinlichen Leute, die einfach irgendjemand angreifen. Ja. Guten Appetit. Also es gibt im Gefängnis 2 Gruppen von Gefangenen. Einmal die Gruppen, die in der Lage sind, sich aus allem rauszuhalten. Und es gibt halt auch Gefangene, die unterdrückt werden und unter dieser ganzen Struktur in der Gefangenschaft leiden. Ganz deutlich sieht man das im Bereich der Russlanddeutschen, die hier eine eigene Gesellschaft aufgebaut haben, unter dem Namen des Dieb im Gesetz, beziehungsweise der Gemeinnützigkeit, den die Gefangenen Abtschak nennen, das heißt Teilen, wobei das Teilen aus unserer Sicht her nicht immer im Sinne der Allgemeinheit vonstatten geht. Das heißt, die Chefs, die Oberen, die nehmen mehr, sie verteilen zwar an die, die neu ankommen, aber sie verlangen dann im Gegenzug, wenn die später Einkauf haben, das Doppelte zurück. Vor der Wäschekammer im Normalvollzug. Mehrere Russlanddeutsche warten auf neue Kleidung. Eine gute Gelegenheit, nachzufragen. Abtschak, was ist das eigentlich? Habe ich keine Ahnung. Nee? Nein. Sorry. Abtschak zu tun. Sie auch nicht? Wenn ich drüber spreche, oder? Über was? Über Abtschak? Ja. Ja, das sind, wie soll ich sagen, Verträge so. Und dahin im Knast. Muss man die eingehen, oder? Naja, also wer nicht will, der muss nicht. Aber manche machen das. Würden Sie sagen, es ist eher empfehlenswert, das zu machen? Ich empfehle es gar nicht. Ne? Warum? Ja, da kriegt man nur Probleme durch. Wie verbreitet ist denn Abtschak hier? Ja, wie soll ich sagen? Sehr verbreitet. Und wenn man einmal drin ist in dieser Gemeinschaft, kommt man da wieder raus? Schlecht. Also normal halten die einen sehr, sehr gut im Griff. Es ist halt eine kleine Welt. Die haben halt sehr, sehr viel Zugriff, auch am Fenster, auch an unseren Ohren vorbei oder an unseren Augen vorbei, auf die Gefangenen zuzugreifen und die schon seelisch, teilweise auch körperlich unter Druck zu setzen. Wie gesagt, wenn körperlich unter Druck gesetzt wird, dann landen sie dann meistens hier wegen Gewalttätigkeiten. Auf der Behandlungsabteilung E3.
Der junge Deutsch-Russe Alexander hat hier einen der wenigen Therapieplätze bekommen. Gemeinsam mit 5 Landsleuten hatte er ein 18-jähriges Mädchen vergewaltigt. Alexander sagt, er habe von Abtschak bisher nur profitiert. Als Sexualstraftäter habe er im Knast eigentlich einen besonders schweren Stand. Abtschak habe ihn trotzdem unterstützt, ihn versorgt mit Mitteln des täglichen Bedarfs und auch beschützt. Bis heute. Alexander ist froh, Mitglied einer Gruppe zu sein, die Macht hat im Knast. Einer Gruppe von Landsleuten. Ich möchte hier nicht rumbewerben und hier meine Muttersprache verlieren. Also ich möchte zu einer Gruppe gehören, die von meinem Land kommt halt. Also genau wie bei den Türken, bei den Neonazis auch so. Also die Neonazis möchten mir auch nicht mit den Türken was zu tun haben, ne? Oder Albaner oder so. Also es ist schon sehr wichtig. Wir helfen uns auch gegenseitig. Also wenn hier ein Neuling reinkommt, der zu uns kommt und sagt, hier ja, ich habe nichts, ich bin neu hier drin, dann unterstützen wir ihn auch. Aber danach, wenn halt noch ein anderer kommt, dann muss er gleich mithelfen, ihn zu unterstützen. Und wenn er das nicht tut, ne, dann wird er gleich von uns halt nicht sagen, wie will ich sagen, verstoßen, also halt soll Abstand von uns halten. Mhm. Er kriegt Druck. Ja, Druck. Also neutral ist das nicht. Das ist so, in jedem Land ist das so, in jedem Gefängnis. In Amerika ist das so, in Russland, Tadschikistan, egal wo. Also, die Regeln gehören einfach dazu. Wie viel muss man dann so reingeben finanziell? Was meinst du mit finanziell? Um da dazu zu gehören. Da muss man nichts reingeben. Ne? Also wenn du was hast, weil du hier, sagen wir mal, einen Stoff und so, ne, und du teilst mit den anderen, weil die helfen dir auch, geben dir auch was und so. Also wie gesagt, wir unterstützen uns gegenseitig. Ne? Weil Abtschak ein so undurchdringliches System ist, blühte Gerüchteküche darüber unter den übrigen Gefangenen. Angereichert durch konkrete Erfahrungen, die auch Nicht-Russen immer mal wieder mit Abtschak machen. Marcel aus der Schlosserei zum Beispiel hatte bis vor kurzem einen Mitgefangenen auf der Zelle, der massiv unter Druck gesetzt worden war. Die wollten von denen, dass er halt Tabak zahlt und was weiß ich nicht alles für diesen Pott, damit die aufteilen, ne? Und er hat das halt nicht gemacht. So, und dann hatte der irgendwie Probleme mit denen und so, weil er wohl auch von den Russen Drogen genommen hatte und was weiß ich nicht und nicht zurückbezahlt hatte. Ja, dann haben die Russen so einen Türken geschickt, ne, weil er hat keine Russen reingelassen bei sich in der Zelle. Ne. Der soll ihn ein bisschen fertig machen, was weiß ich. Ja, der kam mit Rasierklinge rein. Zum Umschluss. Ja, zum Umschluss. Und ist direkt zu ihm hin, zack, Brust mit Rasierklinge aufgeschlitzt. So ein Stück. Wo? So ein, wo? Genau an der Brust. So ein, war schon eine heftige Narbe. So, da habe ich mir auch gedacht, heftig. Wir sind wieder bei Dennis, dem Neuen. 4 Wochen lang hatte er gehofft, hier in Haft eine Alkohol- und Antigewalttherapie beginnen zu können. Doch sein zuständiger Psychologe ist erkrankt. Ersatz gibt es offenbar nicht. Dennis will deshalb in den offenen Vollzug wechseln. Doch darüber ist noch nicht entschieden. Bist du? Ja, ja. Sieht so aus, als ob sich da einer ganz abschottet gegenüber der Außenwelt. Ach nein, das ist nicht so. Kann man halt besser einschlafen, stört die Sonne nicht so oder das Licht. So ist das dann schon besser. Wie viele Stunden schlafen Sie denn so? Eigentlich fast den ganzen Tag. Und nachts auch? Und nachts auch, ja. Es passiert gar nichts mit Ihnen jetzt? Mir bis jetzt noch gar nichts. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt nächsten Monat anfangen soll zu arbeiten oder nicht. Ob ich jetzt verlegt werde, steht auch noch. Sich fest, weil keine Ahnung, irgendwie geht das alles nicht voran hier. Ist schon so ein bisschen deprimiert. Drei Monate nach Beginn unserer Dreharbeiten in der JVA Herford. Uns interessiert, was aus den uns bekannten Gefangenen inzwischen geworden ist. An der Zellentür von Christopher. Über Nacht hat er seinen Job in der Bibliothek verloren und zugleich fast alle Privilegien. Man hat ihn mit einem Joint erwischt. Christopher will nun plötzlich eine Therapie machen, wohl auch, weil die mit Haftlockerungen verbunden ist. Der Psychologe Georg Hillmann, Chef der Behandlungsabteilung E3, hat Christopher zu einem Vorgespräch geladen.
meine ganze Lebensgeschichte so in der früheren Kindheit ist halt eine ziemlich problematische so, weil es gab zwei Suizid bei mir in der Familie, die ich, den einen habe ich selbst gesehen, also das, was davon übrig geblieben ist. Dann mein Vater hat sich selbst umgebracht und naja, das sind so Sachen, die nagen einem ein. So, meine Mutter hat mich ziemlich früh auf Psychopharmaka gesetzt gehabt, so, als ich meinen toten Opa gesehen habe, so, weil da war mit mir erstmal gar nichts anzufangen. So. Ja, und meine Mutter hatte ziemlich häufig wechselnde Partner gehabt, so. Und mit einem war sie dann auch noch wohl 12 Jahre zusammen. So vor, also vor meiner Geburt hatte ziemlich häufig wechselnde Partner gehabt. Mein Vater, der hat sich dann halt selbst umgebracht, da war ich 3 Jahre alt. Die hatten sich kurz nach meiner Geburt getrennt gehabt. Und mit diesem Kerl, mit dem sie 12 Jahre zusammen war, so, das war so ein Anfangsalkoholiker. Also er hat da, war da schon Gelegenheitstrinker, so, und das hat sich im Laufe der Jahre dann halt zum Alkoholismus raufgepusht. So. Und da ich und mein kleiner Bruder nicht seine leiblichen Kinder gewesen sind, gab es da ziemlich viel Reibereien zwischen uns. So, also. Für den Fall, dass wir sie nehmen, was sind Sie bereit zu bieten? Ja, Mitarbeit, auf jeden Fall. Also ich wäre auf jeden Fall mit bereit, hier die Therapiegruppen teilzunehmen. Ich wäre bereit, auch vielleicht auch an der Drogengruppe teilzunehmen, an der Alkoholgruppe. Von mir, die Mitarbeit besteht auf jeden Fall zu 100%, weil sonst hätte ich mich da hier auch nicht beworben. Weil es gab ja im Vorfeld so das Angebot so schon früher, dass ich mich hier auf E3 bewerben soll. Da habe ich aber jedes Mal abgeblockt, so, weil... da konnte ich mich einfach noch nicht mit auseinandersetzen, so, da war das... Was ist jetzt anders? Keine Ahnung, so, ich weiß nicht, vielleicht sagt man dazu, ich bin älter geworden, so, also der Verstand ist da, so, weil wenn man eine gewisse Zeit lang hier gesessen hat, so, dann kommt irgendwann das Denken so, hey, pass auf, du, irgendwann wirst du entlassen, willst du, dass du nochmal in den Knast reinkommst? Hast du da überhaupt noch Lust drauf? Und da kommt dann halt auch das Denken, dass man daran was ändern muss. Christopher muss erst einmal zurück auf seine Zelle. In seinem früheren Leben war er einmal Chef einer Drückerkolonne. Sich gut verkaufen, das kann er besser als viele andere hier. Aber eine Biografie wie er haben viele. Wir haben es hier mit Jugendlichen zu tun, die schon Erfahrung haben mit Behörden, die Erfahrung haben auch mit Fachleuten, auch mit Psychologen und die das alles nicht beeindruckt hat. Und dann soll es der Vollzug plötzlich richten. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung, aber ich denke in Einzelfällen und da wirklich in Einzelfällen auch eine unlösbare Aufgabe. Stellen Sie sich vor, bei Jugendlichen, wo die Entwicklung im Grunde genommen von vornherein, vom Elternhaus an, schon in eine Richtung läuft, wo man dran fühlen kann, wo das endet. Und dann wird irgendwann gesagt, so, jetzt ist gut, jetzt gehst du in den Vollzug und vom Vollzug wird erwartet, so, du hast jetzt 1,5 Jahre Zeit, mach was draus und mach so draus, dass A, im Vollzug nichts passiert und B, nach der Entlassung auch nicht mehr. Die Auszubildenden und Arbeiter der Schlosserei haben Feierabend. Darunter ist auch Marcel. Gleich ist Umschluss. Mehrmals pro Woche können sich Gefangene auf einer Zelle zusammen einschließen lassen, um zu klönen, gemeinsam zu rauchen oder Musik zu hören. Marcels Dreiergruppe ist ganz besonders zusammengesetzt. Er selbst ist Portugiese, dazu ein Russlanddeutscher sowie René, ein Skinhead aus Dortmund, der sich auf dem Hof meist in der rechten Ecke aufhält. Heute hören die drei deutschen Gangster-Rap. Sowas mögen sie alle. René, so stellt sich heraus, war schon 2-mal unten auf A1. Warum waren Sie auf A1? Einmal wegen ja, Schlägerei und einmal wegen ja, Misshandlung. Wen haben Sie denn misshandelt? Ja, das war ein Mitgefangener, also ich habe den nicht misshandelt, ich habe den mit dem Geschirrtuch gehauen. So, und das wurde dann als misshandelt betrachtet, weil wir das mit 3 Mann gemacht haben. Ja. Und dann haben wir haben auch Termin gehabt. Und dafür habe ich 4 Monate mehr drauf bekommen. Als ich jetzt 5,5 Jahre habe, habe ich jetzt 5 Jahre, 10 Monate bekommen. Nur weil Sie mal mit dem Geschirrtuch gewedelt haben, oder nicht? Ja, nicht gewedelt haben, wir haben das nass gemacht. Also, dass es schon weh tut. So. Also, wir wollten ja nicht, dass es, weiß ich nicht. Er soll es schon davon raus lernen, sodass er nicht mal große Fresse haben wollte, als wenn wir den zu dritt zusammentreten oder so. Wie alt war der denn? Dazu muss man sagen, der Gefangene, bei dem die das gemacht haben, den kenne ich selber von draußen. Das ist ein richtiges Arschloch. Ohne Scheiß. Der hat damals auch schon meiner Ex-Freundin Knarre am Bauch gehalten und sowas. Der hat von mir auch schon draußen Schläge gekriegt. Ich kann gut verstehen, dass sie das mit denen gemacht haben. Das ist einer, der macht einen auf hart und ne, hat große Fresse und wenn dann was passiert, dann geht er zu Beamten und heult. Weißt du, verstehen Sie, was ich meine? Also ich kann schon verstehen, dass sie das mit denen gemacht haben. So.
Also, weil ich kenne den, boah, weiß nicht, 5-6 Jahre schon von draußen und das ist eine richtig hinterhältige Ratte. Der hat einfach zu übertrieben, so, dann konnte man nicht mehr ruhig bleiben. Anstatt wir denen dann ein dickes Auge hauen oder die Nase brechen, haben wir das dann so gemacht. Wir wollten ihn natürlich auch nicht so blutig schlagen oder so, dass er irgendwie, weiß nicht, in Frontenberg liegt, hier im Gefängniskrankenhaus oder so. Wir wollten einfach nur, dass er sieht, wir sind keine Opfer oder so. Wir lassen uns einfach nicht alles sagen. Wir lassen uns einfach nicht mit uns alles machen. Das wollten wir dabei irgendwie bewirken bei ihm. Ja. Auf A1. Guido Scharping führt die sogenannte Lebendkontrolle durch. Alle 10 bis 15 Minuten kontrollieren die Beamten per Guckloch Gefangene, die als gefährdet gelten. Ein Vorgang, der ständig wiederholt und protokolliert werden muss. Und Zeit, er ist erneut im besonders gesicherten Haftraum gelandet. Er ist halt hier in Deutschland in, man könnte sagen, in einem Ghetto einer Großstadt groß geworden und ja, unter seinesgleichen aufgewachsen und nicht sozialverträglich erzogen worden. Aber eigentlich weiß doch jetzt noch niemand, was man mit ihm machen soll, oder? Wir haben schon ein Konzept. Nur es bedarf Geduld und eines unwahrscheinlich konsequenten Vorgehens. Schwieriges Arbeiten. Grenzfall. Für die Psychiatrie noch nicht zu krank, für uns eigentlich auch nicht wirklich geeignet. Solche Leute landen dann eben halt häufiger in der Beruhigungszelle, oder? Irgendwann hoffen wir, dass der Punkt kommt, dass wir den wieder in den normalen Tagesablauf reinkriegen können. Es ist ein hartes Arbeiten, es ist ein schweres Arbeiten, aber da müssen wir alle durch. Im Besuchertrakt der Anstalt. Dennis' Mutter ist gekommen, um nach ihrem Sohn zu sehen, ihn ein wenig aufzumuntern. Zur gleichen Zeit erscheint auch Dennis aus einer abgedunkelten Zelle. Eigentlich hatte ein Richter Dennis zum Strafantritt im offenen Vollzug verurteilt, mit Therapieauflage. Aber daraus wurde nichts. Wo merken Sie denn, dass der Staat versucht, den Dennis zu erziehen? Im Moment gar nicht. Gut, in erster Linie liegt es ja nun mal wirklich an mir, ihn zu erziehen. Und da ist natürlich auch einiges schiefgelaufen vielleicht, aber desto trotz, es ist mein Kind. Zu dem Kind halte ich, auch egal, was er für Mist gemacht hat. Aber ihm ist ja auferlegt worden, eine Therapie zu machen. Dann sollen sie gefälligst bitte auch dafür sorgen, dass sie auch endlich mal startet. Ne? In der Zeit hätte es schon längst was passieren müssen. 9 Wochen hier sitzt und nichts tut, dreht man ja auch am Rad. Wie es weitergehen wird, darüber bekommen weder die beiden noch wir klare Auskünfte von der Anstaltsleitung. Zeit im besonders gesicherten Haftraum. Er soll eine etwas bessere Zelle bekommen. Aber nur, wenn er die Frühstücksmarmelade, die er aus Wut überall verschmiert hat, wieder mit Farbe überstreicht. Er ist hart an der Kippe. Der Gefängnisleiter persönlich will ein Gespräch mit Zeit in der Zelle führen, assistiert von 2 A1-Beamten. Nur über den Kontrollmonitor dürfen wir mit dabei sein. Aber hier ist für sich Schicht. So, junger Mann, na, das ist ja schon gut geworden. Sieh mal, da hat es nicht mehr zugelangt, waren Sie zu klein. Brauchen Sie eine Leiter. Was für eine Leiter brauchen Sie jetzt, dass ich das da auch... Nein, das machen wir schon. Nee. Ist ja gut geworden.
so wie ich diese Wand geputzt habe, werde ich diese Anstalt auch putzen. Und ich halte sie aus einem Raum. Seid erhebt schwere Vorwürfe, will geschlagen und psychisch gequält worden sein von den Beamten hier. Wissen Sie, wie viele Bedeutungen dieses Wort hat? Alles klar, kein Problem, wir werden sehen, in die Ruhe liegt die Kraft, alles nach seiner Zeit, was ein Mensch nicht weiß, macht den nicht heiß. Wie gesagt, ich halte sie aus einem Raum. Das freut mich. So, und dann geben Sie mal ein bisschen Ruhe. Nach 10 Minuten ist alles vorbei. Said soll gleich in eine Schlichtzelle verlegt werden. Bald wird er endgültig entlassen werden. Er geht ja davon aus, dass er, zu Recht, davon aus, dass er bald rausgeht. Mhm. Also der wird entlassen? Der wird in absehbarer Zeit entlassen, ja. Und das ist ein Vulkan, ne? Erstmal im Moment. Es ist ein Vulkan, das kann man wohl so sagen. Mhm. Wobei man auch sagen kann, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wenn er draußen ist und die Situation der Inhaftierung nicht mehr auf ihn wirkt, dass er möglicherweise völlig anders reagiert. Aber aus Sicherheitsgründen müsste man dann ja eben eine ganz engmaschige Begleitung geben, oder? Solche Möglichkeiten sieht unser Rechtssystem wenig vor. Ja, bitte? Wollen Sie mir sagen, Sie haben jetzt keine Zeit, oder was? Sie haben nur den ganzen Tag Zeit. Was unternehmen? Was machen Sie denn jetzt bitte, wenn ich fragen darf? Haben Sie bitte noch etwas Geduld. Wir kommen gleich vorbei und dann dürfen Sie auf Ihren Haftraum. Ja, ab heute gibt es kein Bitte oder Danke mehr. Tschüss. Markus Görz und Kollegen glauben nicht mehr an eine baldige Rückkehr von Zeit auf A1. Seine Zelle soll neu belegt werden. Ihren Neuzugang holen die Bediensteten persönlich im Nachbarzellentrakt ab. Es ist Serdar, ein 18-jähriger Türke. Serdar soll einen Mitgefangenen auf seiner Zelle schwer misshandelt haben. So heftig, dass die Sache noch Schlagzeilen machen könnte, ähnlich wie Siegburg, sagen uns Beamte hinter vorgehaltener Hand. Kann man die Wiederholung solcher Vorfälle wie in Siegburg, Stichwort Foltermord, ausschließen? Wenn man ehrlich ist, fürchte ich nein. Man kann sicherlich sehr genau darauf achten, welche Jugendlichen man mit wem zusammenlässt. Man sollte vielleicht, einfach als Beispiel, nicht unbedingt den Schwächsten, der einem als Schwächsten von der Abteilung bekannt ist, mit dem, der am mächtigsten ist, zusammenlassen. Aber eine letztendliche garantierte Sicherheit, nein. Der Fall Siegburg. Luft kommt hier rein. Ja, hier wird das Ganze belüftet und es klimatisiert. Falls hier drin halt die körperliche Selbstzerstörung insoweit weitergehen würde, dass die Gefangenen halt anfangen, mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, dass sie wirklich völlig abdrehen, sind halt hier die Manschetten noch im Boden. Die sind halt dafür gedacht, dass wir den Gefangenen dann notfalls auch noch fixieren können, an Händen und Füßen sowie an Bauch mit Segofix-Gurten. Dann werden die Gefangenen noch fixiert. Und dann geht überhaupt nichts mehr. Vier Wochen später. Wir sind wiedergekommen, weil im D-Flügel ein Gefangener seine Einzelzelle in Brand gesetzt hatte. Ganz knapp nur soll er dem Tode entgangen sein, überlebte mit schwerer Rauchvergiftung. Doch drehen dürfen wir dort nicht. Stattdessen besuchen wir eine der zahlreichen Werkstätten der JVA. Die handwerkliche Ausbildung, die die Gefangenen hier bekommen, genießt einen exzellenten Ruf. Wer hier arbeiten kann, verfügt über mehr Geld als andere, kann günstigere Tauschgeschäfte machen. Neben Gemeinschaftszellen sind es vor allem die JVA-Werkstätten, die kaum ausreichend kontrolliert werden können. Hier zum Beispiel in der Schlosserei haben unlängst 10 Gefangene heimlich Schnaps in großen Mengen getrunken, den sie zuvor... Unter anderem mit Folterungen und so. Ja, und deswegen bin ich halt auf A1 runtergekommen. Auf A1. Die von allen gefürchtete Absonderungsabteilung mit strenger Einzelhaft. 6 Monate lang war Christopher dort. Hier hätten sie ihn umgedreht, sagt er. Und er meint damit die Bediensteten, allesamt Freiwillige, auf der einzigen Spezialabteilung für knastinterne Gewalttäter in NRW. Ja, hier sitzen halt alle Gefangenen, die sich im Vollzug nicht kooperationsbereit verhalten haben.
ihre Straftaten, die sie draußen begangen haben, halt hier drin weiterentwickeln. Sei es Gewalttaten gegen Mitgefangene oder gegen Bedienstete oder ständige Widersetzlichkeiten. Das so. Voll belegt im Moment? Voll belegt. Kein Platz mehr frei. 25 Gefangene, die hier sind. Aber aus ganz NRW oder aus? Aus ganz NRW. Mhm. Das heißt, andere Haftanstalten, die nicht mehr weiter wissen? Andere Jugendanstalten. Schicken ihnen dann die Leute auch? Die für die Gefangenen Timeout vorsehen, verschicken die dann hierhin oder verschoben die hierhin. Mhm. Timeout. Das Programm ist Repression pur. Runterfahren aller Privilegien auf den Punkt Null. Weder Fernsehen noch Radio. Kontaktsperre. Wer hier zur Unzeit schläft, bekommt sofort die Matratze weggenommen. Auf A1 hat Christopher viel nachgedacht über seine Tat. Schlicht genervt habe ihn sein Opfer. Da ist er einfach irgendwann einem die Sicherung durchgebrannt, so da konnte man mit. Ich empfehle es gar nicht. Ne? Warum? Ja, kriegt man nur Probleme durch. Wie verbreitet ist dein Abschlag hier? Ja, wie soll ich sagen? Ja, verbreitet. Und wenn man einmal drin ist in dieser Gemeinschaft, kommt man da wieder raus? Schlecht. Also normal halten die einen sehr, sehr gut im Griff. Es ist eine kleine Welt. Die haben halt sehr, sehr viel Zugriff, auch am Fenster, auch an unseren Ohren vorbei oder an unseren Augen vorbei, auf die Gefangenen zuzugreifen und die schon seelisch, teilweise auch körperlich unter Druck zu setzen. Wie gesagt, wenn körperlich unter Druck gesetzt wird, dann landen sie dann meistens hier, wegen Gewalttätigkeiten. Auf der Behandlungsabteilung E3. Der junge Deutsch-Russe Alexander hat hier einen der wenigen Therapieplätze bekommen. Gemeinsam mit 5 Landsleuten hatte er ein 18-jähriges Mädchen vergewaltigt. Alexander sagt, er habe von Abtschak bisher nur profitiert. Als Sexualstraftäter habe er im Knast eigentlich einen besonders schweren Stand. Abtschak habe ihn trotzdem unterstützt, ihn versorgt mit Mitteln des täglichen Bedarfs und auch beschützt. Bis heute. Alexander ist froh, Mitglied einer Gruppe zu sein, die Macht hat im Knast. Einer Gruppe von Landsleuten. Ich möchte hier nicht rum. Einmal wegen Schlägerei und einmal wegen Misshandlung. Wen haben Sie denn misshandelt? Ja, das war ein Mitgefangener. Also ich habe den nicht misshandelt, ich habe den mit dem Geschirrtuch gehauen. So, und das wurde dann als misshandelt betrachtet, weil wir das mit 3 Mann gemacht haben. Ja. Und dann haben wir haben auch Termin gehabt. Und dafür habe ich 4 Monate mehr drauf bekommen. Als ich jetzt 5,5 Jahre habe, habe ich jetzt 5 Jahre 10 Monate bekommen. Nur weil sie mal mit dem Geschirrtuch gewedelt haben, oder nicht? Ja, nicht gewedelt haben. Wir haben das nass gemacht. Also, dass es schon weh tut. So. Also, wir wollten ja nicht, dass es, weiß ich nicht. Er soll es schon davon raus lernen, sodass er nicht immer große Fresse haben wollte, als wenn wir den zu dritt zusammentreten oder so. Wie alt war der denn? Dazu muss man sagen, der Gefangene, bei dem die das gemacht haben, den kenne ich selber von draußen. Das ist ein richtiges Arschloch. Ohne Scheiß. Der hat damals auch schon meiner Ex-Freundin Knarre am Bauch gehalten und sowas. Der hat von mir auch schon draußen Schläge gekriegt. Ich kann gut verstehen, dass sie das mit denen gemacht haben. Das ist einer, der macht einen auf hart und ne, hat große Fresse und wenn dann was passiert, dann geht er zu Beamten und heult. Weißt du, verstehen Sie, was ich meine? Also ich kann schon verstehen, dass sie das mit denen gemacht haben. So. Also, weil ich kenne den, weiß nicht, 5, 6 Jahre schon von draußen und das ist eine richtig hinterhältige Ratte. Der hat einfach zu übertrieben, so, dann konnte man nicht mehr ruhig bleiben. Anstatt wir denen dann ein dickes Auge hauen oder die Nase brechen, haben wir das dann so gemacht. Wir wollten ihn natürlich auch nicht so blutig schlagen oder so, dass er irgendwie, weiß nicht, in Frontbeck liegt, im Gefängniskrankenhaus oder so. Wir wollten einfach nur, dass er sieht, wir sind... Jetzt im Moment geht's definitiv nicht. Ja, und da haben Sie gehandelt? Ja. Herr Görz, ist das so, von den Gefangenen darf hier jetzt keiner irgendwie in der Gruppe essen? Die müssen alle alleine? Wir essen alle alleine. Wir öffnen halt auch jeden Haftraum immer einzeln. Dass kein Kontakt zwischen den einzelnen Stufen nicht herrscht. Was zwar nicht immer möglich ist, aber zur Essensausgabe, beziehungsweise zur Minimierung des Sicherheitsrisikos, dass Sachen weitergegeben werden, öffnen wir jeden Haftraum im Eis. Mhm. Warum ist das so wichtig, dass die keinen Kontakt haben untereinander? Weil auch teilweise mit Drogen gehandelt wurde, beziehungsweise Weitergabe von Drogen, Tabak etc., Genussmitteln, das ist halt hier nicht vorgesehen. Soll hier kein Kontakt. Nur mühsam, Stück für Stück, im Rahmen eines 3-Stufen-Plans, kommt man von der Spezialabteilung A1 zurück in den Normalvollzug. Ist es denn so, dass wenn man durch
eigene Gewalt irgendwie aufgefallen ist, dass man dann an Ansehen gewinnt und die anderen einen nicht als Opfer ausgucken? Also ich muss sagen, mir persönlich hat es geholfen so. Mich lassen die meisten in Ruhe so, weil die halt wissen so, okay, der Junge war auf A1, die wissen dann noch meistens stellenweise die Hintergründe, warum ich da runtergekommen bin. Und da sagen sie dann halt so, ja, bevor ich mich mit dem anlege, lasse ich es lieber sein. Auf A1 gilt er als eher unauffällig. Drinnen ist jetzt die Zeit für die Zelleninspektion. Wie im gesamten Gebäude wurde auch hier alles frisch renoviert. Fast alle Zellen in Herford verfügen über einen eigenen abgetrennten WC-Bereich, der nicht durch das Zellenguckloch einsehbar ist. Deshalb wird hier besonders gut kontrolliert. Nebenan inspiziert Markus Görz die Zelle 19. Bis vor 2 Stunden noch von Said bewohnt, einem libanesischen Drogendealer. Ja, und das war der Gefangene, der war zu schwierig für Sie, oder? Ja, ich kann nicht wieder sich halten. Ja. Was halt nicht möglich, auch im Rahmen der Gleichbehandlung aller Gefangener, halt zu sagen, dass er hier bleiben konnte, weil er sich halt nicht ans Regelwerk gehalten hat. Andere Gefangene halten sich ans Regelwerk und die fragen dann halt natürlich auch nach, warum kann der hier schreien? Er wollte halt irgendwo Tabak holen oder nach Tabak fragen und das ist auf dieser Abteilung halt nicht vorgesehen. Und dann fing er halt an, gegen Schränke zu schlagen, Türen zu treten, rumzuschreien. Nee, wer denn heute? Wer auffällig geworden ist wie Said, den schafft man zunächst in sogenannte Schlichtzellen. Besonders schlicht eingerichtete Spezialräume, ständig videoüberwacht. Tabak, Lebensmittel und auch Drogen. Die Gefangenen haben untereinander Pendelsysteme entwickelt. Sogar Handys werden schon mal so weitergegeben. Die verbotenen Plastikangeln werden aus Müllsäcken hergestellt. Während wir drehen, entdeckt ein Beamter, wie gerade türkischstämmige Gefangene versuchen, Leute ihres Clans unten auf A1 zu versorgen. Hey, was soll das da oben? Die Sachen bereithalten, die werden gleich. Hey, die Sachen bereithalten, die werden gleich abgeholt. Komm, wieder raus, wieder raus. Was denn? Das Pendel wieder raus. Hey, Serkan. Eigentlich dürfen wir mit den Gefangenen der Sonderabteilung A1 nicht sprechen. Wir versuchen es trotzdem. Wie lange kann man das aushalten hier so isoliert? So in so einer Zelle? Ich bin jetzt schon seit 3,5 Monaten fast hier drin. Echt? Und Sie, wie lange sind Sie schon drin? Hier am Sonder? Ja. Seit Januar. Seit Januar? Also auch schon lang. Auch auf Sonder, auf A1, ist ein Tageshöhepunkt der Hofgang. Nicht alle 25 Gefangenen dürfen gemeinsam in den kleinen Spezialhof von A1. Zu groß das Risiko, dass Konflikte sogar hier auf A1 weiter mit Gewalt. Was hat sich geändert seit Siegburg? Nur unter strengen Auflagen hat man uns erlaubt, hier mehrere Monate lang zu drehen. Die Aufnahmezelle in Block D, doppelt so groß wie eine normale. Eines der 3 Betten muss frei bleiben, denn seit Siegburg hat das Justizministerium Belegungen mit mehr als 2 Mann verboten. Einer der 9 ist Dennis. Eine Therapie soll er im Knast machen. Im Alter von 13 Jahren begann er mit dem Trinken, wurde immer wieder gewalttätig. Doch hier hat er Angst. Angst vor dem Hofgang. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich möchte mit den Leuten eigentlich nicht so sehr in Kontakt geraten hier. Ich möchte mich eigentlich aus allem raushalten und einfach nur mein Ding durchziehen. Also das siehst du schon als so eine knifflige Zone an, ja. Hofgang. Was noch? Sonst eigentlich gar nichts, nur der Hofgang, denke ich. Was ist denn da so die Fantasie, was da passieren könnte? Ja, dass man doof angepöbelt wird, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie die anderen hier so draußen sind. Gefangenen ab.
Seine eigentliche Haftstrafe wegen Kleinkriminalität und Drogenhandel hat er abgesessen. Dennoch muss er jetzt noch fast 4 Jahre im Gefängnis bleiben. Was haben Sie im Knast oder eher in der Haft an Verbrechen begangen? Also ich habe in der Haft eine gemeinschaftliche schwere Körperverletzung begangen. Unter anderem mit Folterungen und so. Ja, und deswegen bin ich halt auf A1 runtergekommen. Auf A1. Die von allen gefürchtete Absonderungsabteilung mit strenger Einzelhaft. 6 Monate lang war Christopher dort. Hier hätten sie ihn umgedreht, sagt er. Und er meint damit die Bediensteten, allesamt Freiwillige, auf der einzigen Spezialabteilung für knastinterne Gewalttäter in NRW. Ja, hier sitzen halt alle Gefangenen, die sich im Vollzug nicht kooperationsbereit verhalten haben, ihre Straftaten, die sie draußen begangen haben, halt hier drin weiterentwickeln. Sei es Gewalttaten gegen Mitgefangene oder gegen Bedienstete oder ständige Widersetzlichkeiten. Voll belegt im Moment? Voll belegt. Kein Platz mehr frei. 25 Gefangene, die hier sind. Aber aus ganz NRW oder aus? Aus ganz NRW. Mhm. Das heißt, andere Haftanstalten, die nicht mehr weiter wissen? Andere Jugendanstalten. Schicken ihnen dann die Leute auch? Die für die Gefangenen Timeout vorsehen, verschicken die dann hierhin oder verschoben die hierhin. Mhm. Timeout. Das Programm ist Repression pur. Die Gewalterfahrungen gemacht, teilweise im Elternhaus, teilweise in den Cliquen. Und diese Gewalt, diese grundsätzlich vorhandene Gewaltbereitschaft, die wird nicht dadurch ausgeschaltet, dass mit einem Mal die jungen Leute hinter Mauern sind. Hinter Mauern geht es in erster Linie um Dinge des täglichen Bedarfs. Tabak, Lebensmittel und auch Drogen. Die Gefangenen haben untereinander Pendelsysteme entwickelt. Sogar Handys werden schon mal so weitergegeben. Die verbotenen Plastikangeln werden aus Müllsäcken hergestellt. Während wir drehen, entdeckt ein Beamter, wie gerade türkischstämmige Gefangene versuchen, Leute ihres Clans unten auf A1 zu versorgen. Hey, was soll das da oben? Die Sachen bereithalten, die werden gleich. Hey, die Sachen bereithalten, die werden gleich abgeholt. Komm, wieder raus. Was denn? Das Pendel wieder raus. Hey, Serkan. Eigentlich dürfen wir mit den Gefangenen der Sonderabteilung A1 nicht sprechen. Wir versuchen es trotzdem. Wie lange kann man das aushalten hier so isoliert? So in so einer Zelle? Ich bin jetzt schon seit 3,5 Monaten fast hier drin. Echt? Und Sie, wie lange sind Sie schon drin? Hier auf Sonder? Ja. Seit Januar. Was sind Sie bereit zu bieten? Ja, Mitarbeit auf jeden Fall. Also ich wäre auf jeden Fall mit bereit, hier die Therapiegruppen teilzunehmen. Ich wäre bereit, auch vielleicht auch an der Drogengruppe teilzunehmen, an der Alkoholgruppe. Von mir, die Mitarbeit besteht auf jeden Fall zu 100%, weil sonst hätte ich mich da hier auch nicht beworben. Weil es gab ja im Vorfeld so das Angebot so schon früher, dass ich mich hier auf E3 bewerben soll. Da habe ich aber jedes Mal abgeblockt, so, weil da konnte ich mich einfach noch nicht mit auseinandersetzen. So, da war das. Was ist jetzt anders? Keine Ahnung, so, ich weiß nicht, vielleicht sagt man dazu, ich bin älter geworden, so, also der Verstand ist da so, weil wenn man eine gewisse Zeit lang hier gesessen hat, so, dann kommt irgendwann das Denken so, hey, pass auf, du, irgendwann wirst du entlassen, willst du, dass du nochmal im Knast reinkommst? Hast du da überhaupt noch Lust drauf? Und da kommt dann halt auch das Denken, dass man daran was ändern muss. Christopher muss erst einmal zurück auf seine Zelle. In seinem früheren Leben war er einmal Chef einer Drückerkolonne. Sich gut verkaufen, das kann er besser als viele andere hier. Aber eine Biografie wie er haben viele. Wir haben es hier mit Jugendlichen zu tun, die schon Erfahrung haben mit Behörden, die Erfahrung haben auch mit Fachleuten, auch mit Psychologen und die das alles nicht beeindruckt hat. Und dann soll es der Vollzug plötzlich richten. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung, aber ich denke in Einzelfällen und da wirklich in Einzelfällen auch eine unlösbare Aufgabe. Jemand hat uns erzählt, Seitz sei schon wieder in der Schlichtzelle untergebracht. Gibt es schon wieder Neuzugänge oder Sie haben ja gar keinen Platz, ne? Wir haben hier zurzeit keinen Platz, nein, Neuzugänge gibt es hier nicht, zurzeit nicht. Einen Ihrer Kandidaten haben Sie in der Schlichtzelle, wie geht es Ihnen da? Der ist nicht mehr in der Schlichtzelle, der ist heute Morgen im besonders gesicherten Haftraum nach einer Sicherheitsstörung sehr halt verlegt worden. Und da kann ich noch mal meinen Kollegen mehr darüber erzählen, der war heute Morgen mit dabei. Was hat er gemacht?
Heute Morgen beim Ausrücken in die Freistunde waren die anderen Gefangenen schon da. Dann kam der Gefangene aus der Schlichtzelle noch dazu. Und es gab eine Auseinandersetzung mit einem anderen Gefangenen der Freistunde, wo er aus meinen Augen der Aggressor gewesen ist. Das haben auch andere Bedienstete so gesehen. Und aufgrund dieser Tatsache ist er in den besonders gesicherten Haftraum verbracht worden, da er äußerst renitent ist und erstmal noch ein bisschen mehr Auszeit braucht, um über seine Missetaten nachzudenken und damit halt auch andere Gefangene vor ihm geschützt werden, damit sowas nicht nochmal passiert, zumindest nicht in den nächsten Tagen. Und da hat er sich da einfach hinbringen lassen? In aller Regel versuchen wir, den Gefangenen dabei nicht zu schädigen. Wenn es unbedingt sein muss, werden die Gefangenen gefesselt, damit die nicht renitent werden auf dem Weg dorthin. Das ist in diesem Fall gemacht worden. Ich will runter von der Zelle. Ich sehe das nicht ein, mit solchen Leuten meine Zeit zu verbringen. Ich will das einfach nicht so. Und dann haben die gesagt, so, ja, dann seht zu, halt die Füße noch ein paar Tage still, bis eine Zelle frei ist. Und dann können wir mal gucken, dass du auf eine andere Zelle kommst. Aber jetzt im Moment geht es definitiv nicht. Ja, und da haben Sie gehandelt. Ja. Herr Görz, ist das so, von den Gefangenen darf hier jetzt keiner irgendwie in der Gruppe essen? Die müssen alle alleine? Wir essen alle alleine. Wir öffnen halt auch jeden Haftraum immer einzeln, dass kein Kontakt zwischen den einzelnen Stufen hier herrscht. Was zwar nicht immer möglich ist, aber zur Essensausgabe bzw. zur Minimierung des Sicherheitsrisikos, dass Sachen weitergegeben werden, öffnen wir jeden Haftraum immer einzeln. Mhm. Warum ist das so wichtig, dass die keinen Kontakt haben untereinander? Weil auch teilweise mit Drogen gehandelt wurde, beziehungsweise Weitergabe von Drogen, Tabak etc., Genussmitteln, das ist halt hier nicht vorgesehen. Deswegen soll hier kein Kontakt. Nur mühsam, Stück für Stück, im Rahmen eines 3-Stufen-Plans, kommt man von der Spezialabteilung A1 zurück in den Normalvollzug. Ist es denn so, dass wenn man durch eigene Gewalt irgendwie aufgefallen ist, dass man dann an Ansehen gewinnt und die anderen einen nicht als Opfer ausgucken? Also ich muss sagen, mir persönlich hat es geholfen so. Mich lassen die meisten in Ruhe so, weil die halt wissen so, okay, der Junge war auf A1, die wissen dann noch meistens stellenweise die Hintergründe, warum ich da runtergekommen bin. Und da sagen sie dann halt so, ja, bevor ich mich mit dem anlege, lasse ich es lieber sein. Die Nachmittagsfreistunde im Herforder Jugendknast. Der Hofgang. Mit Argusaugen beobachten regelmäßig die Beamten von A1 die Szenerie. Dort unten werden allerlei knastinterne Geschäfte abgesprochen. Deals über Tabak, Drogen und Handyschmuggel. Und es geht um Machtkämpfe. Sind das zufällige Gruppen oder gibt es da schon ein System? Das sind sicherlich keine zufälligen Gruppen. Zu Rechten sieht man da so mehr die rechtsorientierte Szene. Dann hat man natürlich die muslimischen Gruppen so ein bisschen untereinander. Und die deutschen Neutralen und die Spätaussiedler natürlich. Besonders auffällig Mitglieder militanter Neonazi-Gruppen aus dem Ruhrgebiet. Direkt daneben, fast auf Tuchfühlung, eine türkisch-arabische Gruppierung. Es gibt ja auch extremistische Islamisten und die würden also eher mit deutschen Rechten kooperieren als mit Russlanddeutschen, weil die in vielen der Russlanddeutschen oder Polen halt immer noch die Leute aus dem Ostblock, was halt nicht möglich, auch im Rahmen der Gleichbehandlung aller Gefangener halt zu sagen, dass er hier bleiben konnte, weil er sich halt nicht ans Regelwerk gehalten hat. Andere Gefangene halten sich ans Regelwerk und die fragen dann halt natürlich auch nach, warum kann der hier schreien? Er wollte halt irgendwo Tabak holen oder nach Tabak fragen und das ist auf dieser Abteilung halt nicht vorgesehen. Und dann fing er halt an, gegen Schränke zu schlagen, Türen zu treten, rumzuschreien. Nee, wer hat denn heute? Wer auffällig geworden ist wie Said, den schafft man zunächst in sogenannte Schlichtzellen. Besonders schlicht eingerichtete Spezialräume, ständig videoüberwacht. Tabak, Lebensmittel und auch Drogen. Die Gefangenen haben untereinander Pendelsysteme entwickelt. Sogar Handys werden schon mal so weitergegeben. Die verbotenen Plastikangeln werden aus Müllsäcken hergestellt.
Während wir drehen, entdeckt ein Beamter, wie gerade türkischstämmige Gefangene versuchen, Leute ihres Clans unten auf A1 zu versorgen. Hey, was soll das da oben? Die Sachen bereithalten, die werden gleich. Hey, hey, die Sachen bereithalten, die werden gleich abgeholt. Komm, wieder raus, wieder raus. Was denn? Das Pendel wieder raus. Hey, Serkan. Eigentlich dürfen wir mit den Gefangenen der Sonderabteilung A1 nicht sprechen. Wir versuchen es trotzdem. Wie lange kann man das aushalten hier so isoliert? So in unserer Zelle? Ich bin jetzt schon seit 3,5 Monaten fast hier drin. Echt? Jung. Und Sie, wie lange sind Sie schon drin? Hier auf Sonder? Ja. Seit Januar. Seit Januar? Ja. Also auch schon lang. Ja, auf jeden Fall. Auch auf Sonder, auf A1, ist ein Tageshöhepunkt der Hofgang. Nicht alle 25 Gefangenen dürfen gemeinsam in den kleinen Spezialhof von A1. Zu groß das Risiko, dass Konflikte sogar hier auf A1 weiter mit Gewalt. Was hat sich geändert seit Siegburg? Nur unter strengen Auflagen hat man uns erlaubt, hier mehrere Monate lang zu drehen. Die Aufnahmezelle in Block D, doppelt so groß wie eine normale. Eines der drei Betten muss frei bleiben. Denn seit Siegburg hat das Justizministerium Belegungen mit mehr als 2 Mann verboten. Einer der 9 ist Dennis. Eine Therapie soll er im Knast machen. Und er hat das halt nicht gemacht. So, und dann hatte er irgendwie Probleme mit denen und so, weil er wohl auch von den Russen Drogen genommen hatte und was weiß ich nicht und nicht zurückbezahlt hatte. Ja, dann haben die Russen so einen Türken geschickt, ne, weil er hat keine Russen reingelassen bei sich in der Zelle. Ne. Der soll ihn ein bisschen fertig machen, was weiß ich. Ja, der kam mit Rasierklinge rein. Zum Umschluss. Ja, zum Umschluss. Und ist direkt zu ihm hin, zack, Brust mit Rasierklinge aufgeschlitzt. So ein Stück. Wo? So ein. Wo? Genau an der Brust. So ein, war schon eine heftige Narbe. So, da habe ich mir auch gedacht, bäh, heftig. Wir sind wieder bei Dennis, dem 9. 4 Wochen lang hatte er gehofft, hier in Haft eine Alkohol- und Antigewalttherapie beginnen zu können. Doch sein zuständiger Psychologe ist erkrankt. Ersatz gibt es offenbar nicht. Dennis will deshalb in den offenen Vollzug wechseln. Doch darüber ist noch nicht entschieden. Bist du? Ja, ja. Sieht so aus, als ob sich da einer ganz abschottet gegenüber der Außenwelt. Ach nein, das ist nicht so. So kann man halt besser einschlafen. Stört die Sonne nicht so oder das Licht. So ist es dann schon besser. Wie viele Stunden schlafen Sie denn so? Eigentlich fast den ganzen Tag. Und nachts auch? Und nachts auch, ja. Es passiert gar nichts mit Ihnen jetzt? Mir bis jetzt noch gar nichts. Nein. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt nächstes Mal anfangen soll zu arbeiten oder nicht. Ob ich jetzt verlegt werde, steht auch noch. Sich fest, weil keine Ahnung, irgendwie geht das alles nicht voran hier. Ist schon so ein bisschen deprimiert. Und drei Monate nach Beginn unserer Dreharbeiten in der JVA Herford. Uns interessiert, was aus den uns bekannten Gefangenen inzwischen geworden ist. An der Zellentür von Christopher. Über Nacht hat er seinen Job in der Bibliothek verloren und zugleich fast alle Privilegien. Man hat ihn mit einem Joint erwischt. Christopher will nun plötzlich eine Therapie machen. Wohl auch, weil die mit Haftlockerungen verbunden ist. Der Psychologe Georg Hillmann, Chef der Behandlungsabteilung E3, hat Christopher zu einem Vorgespräch geladen. Meine ganze Lebensgeschichte so in der früheren Kindheit ist halt eine ziemlich problematische so, weil es gab 2 Suizide bei mir in der Familie, den einen habe ich selbst gesehen, also das, was davon übrig geblieben ist. Dann mein Vater hat sich selbst umgebracht und das sind so Sachen, die nagen einem ein. So, meine Mutter hat mich ziemlich früh auf Psychopharmaka gesetzt gehabt, so, als ich meinen toten Opa gesehen habe, so, weil da war mit mir erstmal gar nichts anzufangen. So. Ja, und meine Mutter hatte ziemlich häufig wechselnde Partner gehabt, so.
Und mit einem war sie dann auch noch wohl 12 Jahre zusammen. So vor, also vor meiner Geburt hat sie ziemlich häufig wechselnde Partner gehabt. Mein Vater. Ständige Widersetzlichkeit. Das ist voll belegt im Moment? Voll belegt. Kein Platz mehr frei. 25 Gefangene, die hier sind. Aber aus ganz NRW oder aus? Aus ganz NRW. Mhm. Das heißt, andere Haftanstalten, die nicht mehr weiter wissen? Andere Jugendanstalten. Schicken Ihnen dann die Leute auch? Die für die Gefangenen Timeout vorsehen, verschicken die dann hierhin oder verschoben die hierhin. Time out. Das Programm ist Repression pur. Die Gewalterfahrungen gemacht, teilweise im Elternhaus, teilweise in den Cliquen. Und diese Gewalt, diese grundsätzlich vorhandene Gewaltbereitschaft, die wird nicht dadurch ausgeschaltet, dass mit einem Mal die jungen Leute hinter Mauern sind. Hinter Mauern geht es in erster Linie um Dinge des täglichen Bedarfs. Tabak, Lebensmittel und auch Drogen. Die Gefangenen haben untereinander Pendelsysteme entwickelt. Sogar Handys werden schon mal so weitergegeben. Die verbotenen Plastikangeln werden aus Müllsäcken hergestellt. Während wir drehen, entdeckt ein Beamter, wie gerade türkischstämmige Gefangene versuchen, Leute ihres Clans unten auf A1 zu versorgen. Hey, was soll das da oben? Die Sachen bereithalten, die werden gleich. Hey, die Sachen bereithalten, die werden gleich abgeholt. Komm, wieder raus. Was denn? Das Pendel wieder raus. Hey, Serkan. Eigentlich dürfen wir mit den Gefangenen der Sonderabteilung A1 nicht sprechen. Wir versuchen es trotzdem. Wie lange kann man das aushalten hier so isoliert? So in so einer Zelle? Ich bin jetzt schon seit 3,5 Monaten fast hier drin. Echt? Und Sie, wie lange sind Sie schon drin? Hier am Sonder? Ja. Seit Januar. Was sind Sie bereit zu bieten? Ja, Mitarbeit, auf jeden Fall. Also ich wäre auf jeden Fall mit bereit, hier die Therapiegruppen teilzunehmen. Ich wäre bereit, auch vielleicht auch an der Drogengruppe teilzunehmen, an der Alkoholgruppe. Von mir, die Mitarbeit besteht auf jeden Fall zu 100%, weil sonst hätte ich mich da hier auch nicht beworben, weil es gab ja im Vorfeld so das Angebot so schon früher, dass ich mich hier auf E3 bewerben soll, da habe ich aber jedes Mal abgeblockt so, weil da konnte ich mich einfach noch nicht mit auseinandersetzen, so da war das... Was ist jetzt anders? Keine Ahnung, so, ich weiß nicht, vielleicht sagt man dazu, ich bin älter geworden, so, also der Verstand ist da so, weil wenn man eine gewisse Zeit lang hier gesessen hat, so, dann kommt irgendwann das Denken so, hey, pass auf, irgendwann wirst du entlassen, willst du, dass du nochmal in den Knast reinkommst? Hast du da überhaupt noch Lust drauf? Und da kommt dann halt auch das Denken, dass man daran was ändern muss. Christopher muss erst einmal zurück auf seine Zelle. In seinem früheren Leben war er einmal Chef einer Drückerkolonne. Sich gut verkaufen, das kann er besser als viele andere hier. Aber eine Biografie... Das Gefängnis ist rappelvoll. Rund 400 Gefangene sitzen in Herford ein. Viele zu zweit in einer Zelle, auf engstem Raum. Die meisten hatten sich zuvor auf der Straße durchgeschlagen. Raub, Schlägereien und Drogenhandel. Therapieprogramme für die große Masse gibt es nicht in Herford. Es fehlt an Fachleuten, mehr noch an guten Konzepten. Zwei Zellentrakte neben Dennis. Hier sitzt einer der Täter von Siegburg ein. Ralf A. ist der älteste von drei Gefangenen, die ihr Opfer zuerst stundenlang gequält und sexuell erniedrigt hatten. Dann zwangen sie ihren Mitgefangenen, sich selbst zu erhängen. Sonst kannst du da selber nochmal fahren. Guten Appetit. Auch er hat hinter Gittern schlimme Gewaltverbrechen begangen. Christopher ist es jedoch inzwischen gelungen, sich in Herford hochzuarbeiten. Zurzeit ist er Bibliothekar und hat viele Vergünstigungen wegen guter Führung. An Geld und Tabak mangelt es ihm nicht. Christopher ist Einzelgänger. Wie Dennis lehnt er Kontakte zu Mitgefangenen ab. Seine eigentliche Haftstrafe wegen Kleinkriminalität und Drogenhandel hat er abgesessen. Dennoch muss er jetzt noch fast 4 Jahre im Gefängnis bleiben. Was haben Sie im Knast oder eher in der Haft an Verbrechen begangen? Also ich habe in der Haft eine gemeinschaftliche schwere Körperverletzung begangen. Unter anderem mit Folterungen und so. Ja, und deswegen bin ich halt auf A1 runtergekommen. Auf A1.
Die von allen gefürchtete Absonderungsabteilung mit strenger Einzelhaft. 6 Monate lang war Christopher dort. Hier hätten sie ihn umgedreht, sagt er. Und er meint damit die Bediensteten, allesamt Freiwillige, auf der einzigen Spezialabteilung für knastinterne Gewalttäter in NRW. Ja, hier sitzen halt alle Gefangenen, die sich im Vollzug nicht kooperationsbereit verhalten haben, ihre Straftaten, die sie draußen begangen haben, halt hier drin weiterentwickeln. Sei es Gewalttaten gegen Mitgefangene oder gegen Bedienstete oder ständige Widersetzlichkeiten. Das so. Voll belegt im Moment? Voll belegt. Kein Platz mehr frei. 25 Gefangene, die hier sind. Aber aus ganz NRW oder aus? Aus ganz NRW. Mhm. Das heißt, andere Haftanstalten, die nicht mehr weiter sitzen? Andere Jugendanstalten. Schicken ihnen dann die Leute auch? Die für die Gefangenen Timeout vorsehen, verschicken die dann hierhin oder verschoben die hierhin. Mhm. Timeout. Das Programm ist Repression pur. Runterfahren aller Privilegien auf den Punkt Null. Weder Fernsehen noch Radio. Kontaktsperre. Wer hier zur Unzeit schläft, bekommt sofort man von der Spezialabteilung A1 zurück in den Normalvollzug. Ist es denn so, dass wenn man durch eigene Gewalt irgendwie aufgefallen ist, dass man dann an Ansehen gewinnt und die anderen einen nicht als Opfer ausgucken? Also ich muss sagen, mir persönlich hat es geholfen so. Mich lassen die meisten in Ruhe so, weil die halt wissen so, okay, der Junge war auf A1. Die wissen dann noch meistens stellenweise die Hintergründe, warum ich da runtergekommen bin. Und da sagen sie dann halt so, ja, bevor ich mich mit dem anlege, lasse ich es lieber sein. Auf A1 gilt er als eher unauffällig. Drinnen ist jetzt die Zeit für die Zelleninspektion. Wie im gesamten Gebäude wurde auch hier alles frisch renoviert. Fast alle Zellen in Herford verfügen über einen eigenen abgetrennten WC-Bereich, der nicht durch das Zellenguckloch einsehbar ist. Deshalb wird hier besonders gut kontrolliert. Nebenan inspiziert Markus Görz die Zelle 19. Bis vor 2 Stunden noch von Said bewohnt, einem libanesischen Drogendealer. Ja, und das war der Gefangene, der war zu schwierig für Sie, oder? Ja, die ständige Widersetzlichkeiten. Ja. Was halt nicht möglich, auch im Rahmen der Gleichbehandlung aller Gefangener, halt zu sagen, dass er hier bleiben konnte, weil er sich halt nicht ans Regelwerk gehalten hat. Andere Gefangene halten sich ans Regelwerk und die fragen dann halt natürlich auch nach, warum kann der hier schreien? Er wollte halt irgendwo Tabak holen oder nach Tabak fragen und das ist auf dieser Abteilung halt nicht vorgesehen. Und dann fing er halt an, gegen Schränke zu schlagen, Türen zu treten, rumzuschreien. Nee, wer denn heute? Wer auffällig geworden ist wie Said, den schafft man zunächst in sogenannte Schlichtzellen. Besonders schlicht eingerichtete Spezialräume, ständig videoüberwacht. Tabak, Lebensmittel und auch Drogen. Die Gefangenen haben untereinander Pendelsysteme entwickelt. Sogar Handys werden schon mal so weitergegeben. Die verbotenen Plastikangeln werden aus Müllsäcken hergestellt. Während wir drehen, entdeckt ein Beamter, wie gerade türkischstämmige Gefangene versuchen, Leute ihres Clans unten auf A1 zu versorgen. Hey, was soll das da oben? Die Sachen bereithalten, die werden gleich. Hey, hey, die Sachen bereithalten, die werden gleich abgeholt. Komm, wieder raus, wieder raus. Was denn? Das Pendel wieder raus. Hey, Serkan. Eigentlich dürfen wir mit den Gefangenen der Sonderabteilung A1 nicht sprechen. Wir versuchen es trotzdem. Wie lange kann man das aushalten hier so isoliert? In unserer Zelle. Haben unlängst 10 Gefangene heimlich Schnaps in großen Mengen getrunken, den sie zuvor... Unter anderem mit Folterungen und so. Ja, und deswegen bin ich halt auf A1 runtergekommen. Auf A1. Die von allen gefürchtete Absonderungsabteilung mit strenger Einzelhaft. 6 Monate lang war Christopher dort. Hier hätten sie ihn umgedreht, sagt er. Und er meint damit die Bediensteten, allesamt Freiwillige, auf der einzigen Spezialabteilung für knastinterne Gewalttäter in NRW. Ja, hier sitzen halt alle Gefangenen, die sich im Vollzug nicht kooperationsbereit verhalten haben, ihre Straftaten, die sie draußen begangen haben, halt hier drin weiterentwickeln. Sei es Gewalttaten
Gegen Mitgefangene oder gegen Bedienstete oder ständige Widersetzlichkeit. Das ist so. Voll belegt im Moment? Voll belegt. Kein Platz mehr frei. 25 Gefangene, die hier sind. Aber aus ganz NRW oder aus? Aus ganz NRW. Mhm. Das heißt, andere Haftanstalten, die nicht mehr weiter sitzen? Andere Jugendanstalten. Schicken Ihnen dann die Leute auch? Die für die Gefangenen Timeout vorsehen, verschicken die dann hierhin oder verschoben die hierhin. Mhm. Timeout. Das Programm ist Repression pur. Runterfahren aller Privilegien auf den Punkt Null. Weder Fernsehen noch Radio. Kontaktsperre. Wer hier zur Unzeit schläft, bekommt sofort die Matratze weggenommen. Auf A1 hat Christopher viel nachgedacht über seine Tat. Schlicht genervt habe ihn sein Opfer. Da ist er einfach irgendwann einem die Sicherung durchgebrannt, so da konnte man mit. Ich empfehle es gar nicht. Ne? Warum? Ja, kriegt man nur Probleme durch. Wie verbreitet ist dein Abschlag hier? Ja, wie soll ich sagen? Ja, verbreitet. Und wenn man einmal drin ist in dieser Gemeinschaft, kommt man da wieder raus? Schlecht. Also normal halten die einen sehr, sehr gut im Griff. Es ist eine kleine Welt. Die haben halt sehr, sehr viel Zugriff, auch am Fenster, auch an unseren Ohren vorbei oder an unseren Augen vorbei, auf die Gefangenen zuzugreifen und die schon seelisch, teilweise auch körperlich unter Druck zu setzen. Wie gesagt, wenn körperlich unter Druck gesetzt wird, dann landen sie dann meistens hier, wegen Gewalttätigkeiten. Auf der Behandlungsabteilung E3. Der junge Deutsch-Russe Alexander hat hier einen der wenigen Therapieplätze bekommen. Gemeinsam mit 5 Landsleuten hatte er ein 18-jähriges Mädchen vergewaltigt. Alexander sagt, er habe von Abchak bisher nur profitiert. Als Sexualstraftäter habe er im Knast eigentlich einen besonders schweren Stand. Abchak habe ihn trotzdem unterstützt, ihn versorgt mit Mitteln des täglichen Bedarfs und auch beschützt. Bis heute. Alexander ist froh, Mitglied einer Gruppe zu sein, die Macht hat im Knast. Einer Gruppe hier gehabt. Wir haben hier tatsächlich nur noch eine ganz klare Negativauslese. Und was die Gewalt als solche angeht, da denke ich, darf man nicht die Augen davor verschließen, dass die jungen Leute, die wir hinbekommen, im Prinzip die Gewalt schon in den Köpfen haben. Die haben draußen die Gewalterfahrungen gemacht, teilweise im Elternhaus, teilweise in den Cliquen. Und diese Gewalt, diese grundsätzlich vorhandene Gewaltbereitschaft, die wird nicht dadurch ausgeschaltet, dass mit einem Mal die jungen Leute hinter Mauern sind. Hinter Mauern geht es in erster Linie um Dinge des täglichen Bedarfs. Tabak, Lebensmittel und auch Drogen. Die Gefangenen haben untereinander Pendelsysteme entwickelt. Sogar Handys werden schon mal so weitergegeben. Die verbotenen Plastikangeln werden aus Müllsäcken hergestellt. Während wir drehen, entdeckt ein Beamter, wie gerade türkischstämmige Gefangene versuchen, Leute ihres Clans unten auf A1 zu versorgen. Hey, was soll das da oben? Die Sachen bereithalten, die werden gleich. Die Sachen bereithalten, die werden gleich abgeholt. Komm, wieder raus. Was denn? Das Pendel wieder raus. Eigentlich dürfen wir mit den Gefangenen der Sonderabteilung A1 nicht sprechen. Wir versuchen es trotzdem. Wie lange kann man das aushalten hier so isoliert? In unserer Zelle? Ich bin jetzt schon seit 3,5 Monaten fast hier drin. Echt? Und Sie, wie lange sind Sie schon drin? Hier am Sonder? Ja. Seit Januar. Seit Januar? Also auch schon lang. Auch auf Sonder, auf A1, ist ein Tageshöhepunkt der Hofgang. Nicht alle 25 Gefangenen dürfen gemeinsam in den kleinen Spezialhof von A1. Zu groß das Risiko, dass Konflikte sogar hier auf A1 weiter mit Gewalt ausgetragen werden. Auch Ralf A., der Foltermörder aus Siegburg, ist heute draußen. Auf A1 gilt er als eher unauffällig. Drinnen ist jetzt die Zeit für die Zelleninspektion. Wie im gesamten Gebäude wurde auch hier alles frisch renoviert.
Fast alle Zellen in Herford verfügen über einen eigenen abgetrennten WC-Bereich, der nicht durch das Zellenguckloch einsehbar ist. Deshalb wird hier besonders gut kontrolliert. Nebenan ist vorgesehen. Soll hier kein Kontakt. Nur mühsam, Stück für Stück, im Rahmen eines 3-Stufen-Plans, kommt man von der Spezialabteilung A1 zurück in den Normalvollzug. Ist es denn so, dass wenn man durch eigene Gewalt irgendwie aufgefallen ist, dass man dann an Ansehen gewinnt und die anderen einen nicht als Opfer ausgucken? Also ich muss sagen, mir persönlich hat es geholfen so. Mich lassen die meisten in Ruhe so, weil die halt wissen so, okay, der Junge war auf A1. Die wissen dann auch meistens stellenweise die Hintergründe, warum ich da runtergekommen bin. Und da sagen sie dann halt so, ja, bevor ich mich mit dem anlege, lasse ich es lieber sein. Auf A1 gilt er als eher unauffällig. Drinnen ist jetzt die Zeit für die Zelleninspektion. Wie im gesamten Gebäude wurde auch hier alles frisch renoviert. Fast alle Zellen in Herford verfügen über einen eigenen abgetrennten WC-Bereich, der nicht durch das Zellenguckloch einsehbar ist. Deshalb wird hier besonders gut kontrolliert. Nebenan inspiziert Markus Görz die Zelle 19. Bis vor 2 Stunden noch von Said bewohnt, einem libanesischen Drogendealer. Ja, und das war der Gefangene, der war zu schwierig für Sie, oder? Ja, ich kann nicht wieder sich halten. Ja. War es halt nicht möglich, auch im Rahmen der Gleichbehandlung aller Gefangener halt zu sagen, dass er hier bleiben konnte, weil er sich halt nicht ans Regelwerk gehalten hat. Andere Gefangene halten sich ans Regelwerk und die fragen dann halt natürlich auch nach, warum kann der hier schreien? Er wollte halt irgendwo Tabak holen oder nach Tabak fragen und das ist auf dieser Abteilung halt nicht vorgesehen. Und dann fing er halt an, gegen Schränke zu schlagen, Türen zu treten, rumzuschreien. Nee, wer denn heute? Wer auffällig geworden ist wie Said, den schafft man zunächst in sogenannte Schlichtzellen. Besonders schlicht eingerichtete Spezialräume, ständig videoüberwacht. Tabak, Lebensmittel und auch Drogen. Die Gefangenen haben untereinander Pendelsysteme entwickelt. Sogar Handys werden schon mal so weitergegeben. Die verbotenen Plastikangeln werden aus Müllsäcken hergestellt. Während wir drehen, entdeckt ein Beamter, wie gerade türkischstämmige Gefangene versuchen, Leute ihres Clans unten auf A1 zu versorgen. Hey, was soll das da oben? Die Sachen bereithalten, die werden gleich. Hey, hey, die Sachen bereithalten, die werden gleich abgeholt. Komm, wieder raus, wieder raus. Was denn? Das Pendel wieder raus. Hey, Serkan. Eigentlich dürfen wir also halt voll Abstand von uns halten. Mhm. Da kriegt Druck. Ja, Druck. Also neutral ist das nicht. Das ist so, in jedem Land ist das so, in jedem Gefängnis. In Amerika ist das so, in Russland, Tadschikistan, egal wo. Also. Mhm. Die Regeln gehören einfach dazu. Wie viel muss man dann so reingeben finanziell? Was meinst du mit finanziell? Um da dazu zu gehören. Da muss man nichts reingeben. Ne? Also wenn du was hast, weil du hier, sagen wir mal, einen Stoff und so, ne, und du teilst mit den anderen, weil die helfen dir auch, geben dir auch was und so. Also wie gesagt, wir unterstützen uns gegenseitig. Ne? Weil Abchak ein so undurchdringliches System ist, blühte Gerüchteküche darüber unter den übrigen Gefangenen. Angereichert durch konkrete Erfahrungen, die auch Nichtrussen immer mal wieder mit Abchak machen. Marcel aus der Schlosserei zum Beispiel hatte bis vor kurzem einen Mitgefangenen auf der Zelle, der massiv unter Druck gesetzt worden war. Die wollten von denen, dass er halt Tabak zahlt und was weiß ich nicht alles für diesen Pott, damit die aufteilen, ne? Und er hat das halt nicht gemacht. So, und dann hatte der irgendwie Probleme mit denen und so, weil er wohl auch von den Russen Drogen genommen hatte und was weiß ich nicht und nicht zurückbezahlt hatte. Ja, dann haben die Russen so einen Türken geschickt, ne, weil er hat keine Russen reingelassen bei sich in der Zelle. Ne. Der soll ihn ein bisschen fertig machen, was weiß ich. Ja, der kam mit Rasierklinge rein. Zum Umschluss. Ja, zum Umschluss. Und ist direkt zu ihm hin, zack, Brust mit Rasierklinge aufgeschlitzt. So ein Stück. Wo? So ein, wo? Genau an der Brust. So ein, war schon eine heftige Narbe. So, da hab ich mir auch gedacht, bäh, heftig. Wir sind wieder bei Dennis, dem Neuen.
Vier Wochen lang hatte er gehofft, hier in Haft eine Alkohol- und Antigewalttherapie beginnen zu können. Doch sein zuständiger Psychologe ist erkrankt. Ersatz gibt es offenbar nicht. Dennis will deshalb in den offenen Vollzug wechseln. Doch darüber ist noch nicht entschieden. Ist dunkel hier. Sieht so aus, als ob sich da einer ganz abschottet gegenüber der Außenwelt. Ach nein, das ist nicht so. So kann man halt besser einschlafen. Stört die Sonne nicht so oder das Licht. So ist das dann schon besser. Wie viele Stunden schlafen Sie denn so? Eigentlich fast den ganzen Tag. Und nachts auch? Und nachts auch, ja. Es passiert gar nichts mit Ihnen jetzt? Mir bis jetzt noch gar nichts. Nein. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt nächstes Mal anfangen soll zu arbeiten oder nicht. Ob ich jetzt verlegt werde, steht auch noch. Sich fest, weil keine Ahnung, irgendwie geht das alles nicht voran hier. Ist schon so ein bisschen deprimiert. Und drei Monate nach Beginn unserer Dreharbeiten in der JVA Herford. Uns interessiert, was aus den uns bekannten Gefangenen inzwischen geworden ist. Absonderungsabteilung mit strenger Einzelhaft. Sechs Monate lang war Christopher dort. Hier hätten sie ihn umgedreht, sagt er. Und er meint damit die Bediensteten, allesamt Freiwillige, auf der einzigen Spezialabteilung für knastinterne Gewalttäter in NRW. Ja, hier sitzen halt alle Gefangenen, die sich im Vollzug nicht kooperationsbereit verhalten haben, ihre Straftaten, die sie draußen begangen haben, halt hier drinnen weiterentwickeln. Sei es Gewalttaten gegen Mitgefangene oder gegen Bedienstete oder ständige Widersetzlichkeiten. Das ist voll belegt im Moment? Voll belegt. Kein Platz mehr frei. 25 Gefangene, die hier sind. Aber aus ganz NRW oder aus? Aus ganz NRW. Mhm. Das heißt, andere Haftanstalten, die nicht mehr weiter sitzen? Andere Jugendanstalten. Schicken Ihnen dann die Leute auch? Die für die Gefangenen Timeout vorsehen, verschicken die dann hierhin oder verschoben die hierhin. Mhm. Timeout. Das Programm ist Repression pur. Runterfahren aller Privilegien auf den Punkt Null. Weder Fernsehen noch Radio. Kontaktsperre. Wer hier zur Unzeit schläft, bekommt sofort die Matratze weggenommen. Auf A1 hat Christopher viel nachgedacht über seine Tat. Schlicht genervt habe ihn sein Opfer. Da ist einfach irgendwann einem die Sicherung durchgebrannt. So, da konnte man mit dem Ganzen nicht umgehen. Und er war dann halt auch noch so auf der Zelle so einer, der ziemlich große Klappe mir gegenüber gehabt hatte, der Geschichten erzählt hat, die für mich sowas von fern geklungen haben. So, da wusste man sich irgendwann nicht mehr anders zu helfen. So, und es war dann auch so, dass ich den Beamten in Iserlohn, war das gewesen, gesagt habe, dass ich von der Zelle runter möchte. Und dann haben sie gesagt, ja, tut mir leid, im Moment ist kein Platz mehr da, müssen Sie sich halt gedulden. Ich so, ich will runter von der Zelle, ich sehe das nicht ein, mit solchen Leuten meine Zeit zu verbringen, ich will das einfach nicht so. Und dann haben die gesagt, so, ja, dann seh zu, halt die Füße noch ein paar Tage still, bis eine Zelle frei ist und dann können wir mal gucken, dass du auf eine andere Zelle kommst. Aber jetzt, im Moment geht's definitiv nicht. Ja, und da haben Sie gehandelt? Ja. Herr Görz, ist das so, von den Gefangenen darf hier jetzt keiner irgendwie in der Gruppe essen? Die müssen alle alleine? Wir sind alle alleine. Wir öffnen halt auch jeden Haftraum immer einzeln, dass kein Kontakt zwischen den einzelnen Stufen hier herrscht. Was zwar nicht immer möglich ist, aber zur Essensausgabe, beziehungsweise zur Minimierung des Sicherheitsrisikos, dass Sachen weitergegeben werden, öffnen wir jeden Haftraum immer einzeln. Mhm. Warum ist das so wichtig, dass die keinen Kontakt haben untereinander? Weil auch teilweise mit Drogen gehandelt wurde, beziehungsweise Weitergabe von Drogen, Tabak etc., Genussmitteln, das ist halt hier nicht vorgesehen. Soll hier kein Kontakt. Nur mühsam, Stück für Stück, im Rahmen eines 3-Stufen-Plans, kommt man von der Spezialabteilung A1 zurück in den Normalvollzug. Ist es denn so, dass wenn man durch... Einmal wegen Schlägerei und einmal wegen... Ja, Misshandlung. Wen haben Sie denn misshandelt? Ja, das war ein Mitgefangener. Also ich habe den nicht misshandelt, ich habe den mit dem Geschirrtuch gehauen. So, und das wurde dann als misshandelt betrachtet, weil wir das mit 3 Mann gemacht haben. Ja. Und dann haben wir auch Termin gehabt und dafür habe ich 4 Monate mehr drauf bekommen. Als ich jetzt 5,5 Jahre habe, habe ich jetzt 5 Jahre, 10 Monate bekommen. Nur weil Sie mal mit dem Geschirrtuch gewedelt haben, oder nicht? Ja, nicht gewedelt haben, wir haben das nass gemacht. Also, dass es schon weh tut, so. Also, wir wollten ja nicht, dass es, weiß ich nicht. Er sollte schon davon raus lernen, so, dass er nicht mal große Fresse haben wollte, als wenn wir den zu dritt zusammentreten oder so.
Wie alt war der denn? Dazu muss man sagen, der Gefangene, bei dem die das gemacht haben, den kenne ich selber von draußen. Das ist ein richtiges Arschloch. Ohne Scheiß. Der hat damals auch schon meiner Ex-Freundin Knarre am Bauch gehalten und sowas. Der hat von mir auch schon draußen Schläge gekriegt. Ich kann gut verstehen, dass sie das mit denen gemacht haben. Das ist einer, der macht einen auf hart und ne, hat große Fresse und wenn dann was passiert, dann geht er zu Beamten und heult. Weißt, verstehen Sie, was ich meine? Also ich kann schon verstehen, dass sie das mit denen gemacht haben. So. Also weil ich kenne den, weiß nicht, 5-6 Jahre schon von draußen und das ist eine richtig hinterhältige Ratte. Der hat einfach zu übertrieben, so, dann konnte man nicht mehr ruhig bleiben. Anstatt wir denen dann ein dickes Auge hauen oder die Nase brechen, haben wir das dann so gemacht. Wir wollten ihn natürlich auch nicht so blutig schlagen oder so, dass er irgendwie, weiß nicht, in Frontenberg liegt, im Gefängniskrankenhaus oder so. Wir wollten einfach nur, dass er sieht, wir sind... Jetzt im Moment geht's definitiv nicht, Herr Abend. Da haben Sie gehandelt. Ja. Herr Görz, ist das so, von den Gefangenen darf hier jetzt keiner irgendwie in der Gruppe essen? Die müssen alle alleine? Wir essen alle alleine. Wir öffnen halt auch jeden Haftraum immer einzeln, dass kein Kontakt zwischen den einzelnen Stufen nicht herrscht. Was zwar nicht immer möglich ist, aber zur Essensausgabe, beziehungsweise zur Minimierung des Sicherheitsrisikos, dass Sachen weitergegeben werden, öffnen wir jeden Haftraum immer einzeln. Mhm. Warum ist das so wichtig, dass die keinen Kontakt haben untereinander? Weil auch teilweise mit Drogen gehandelt wurde, beziehungsweise Weitergabe von Drogen, Tabak etc., Genussmitteln, das ist halt hier nicht vorgesehen. Soll hier kein Kontakt. Nur mühsam, Stück für Stück, im Rahmen eines 3-Stufen-Plans, kommt man von der Spezialabteilung A1 zurück in den Normalvollzug. Ist es denn so, dass wenn man durch eigene Gewalt irgendwie aufgefallen ist, dass man dann an Ansehen gewinnt und die anderen einen nicht als Opfer ausgucken? Also ich muss sagen, mir persönlich hat es geholfen so. Mich lassen die meisten in Ruhe so, weil die halt wissen so, okay, der Junge war auf A1, die wissen dann noch meistens stellenweise die Hintergründe, warum ich da runtergekommen bin. Und da sagen sie dann halt so, ja, bevor ich mich mit dem anlege, lasse ich es lieber sein. Auf A1, Griff heraus, war schon zweimal unten auf A1. Warum waren sie auf A1? Einmal wegen Schlägerei und einmal wegen Misshandlung. Wen haben Sie denn misshandelt? Ja, das war ein Mitgefangener. Also ich habe den nicht misshandelt, ich habe den mit einem Geschirrtuch gehauen. So, und das wurde dann als misshandelt betrachtet, weil wir das mit 3 Mann gemacht haben. Ja. Und dann haben wir haben auch Termin gehabt und dafür habe ich 4 Monate mehr drauf bekommen. Als ich jetzt 5,5 Jahre habe, habe ich jetzt 5 Jahre, 10 Monate bekommen. Nur weil sie mal mit dem Geschirrtuch gewedelt haben, oder nicht? Ja, nicht gewedelt haben, wir haben das nass gemacht. Also, dass es schon weh tut, so. Also, wir wollten ja nicht, dass es, weiß ich nicht. Er soll es schon davon raus lernen, so, dass er nicht mal große Fresse haben wollte, als wenn wir den zu dritt zusammentreten oder so. Wie alt war der denn? Dazu muss man sagen, der Gefangene, bei dem die das gemacht haben, den kenne ich selber von draußen. Das ist ein richtiges Arschloch. Ohne Scheiß. Der hat damals auch schon meiner Ex-Freundin Knarre am Bauch gehalten und sowas. Der hat von mir auch schon draußen Schläge gekriegt. Ich kann gut verstehen, dass sie das mit denen gemacht haben. Das ist einer, der macht einen auf hart und ne, hat große Fresse und wenn dann was passiert, dann geht er zu Beamten und heult. Weißt, verstehen Sie, was ich meine? Also ich kann schon verstehen, dass sie das mit denen gemacht haben. So. Also weil ich kenne den, 5-6 Jahre schon von draußen und das ist eine richtig hinterhältige Ratte. Der hat einfach zu übertrieben, so, dann konnte man nicht mehr ruhig bleiben. Anstatt wir denen dann ein dickes Auge hauen oder die Nase brechen, haben wir das dann so gemacht. Wir wollten ihn natürlich auch nicht so blutig schlagen oder so, dass er irgendwie, weiß nicht, in Frontenberg liegt, im Gefängniskrankenhaus oder so. Wir wollten einfach nur, dass er sieht, wir sind keine Opfer oder so. Wir lassen uns einfach nicht alles sagen. Wir lassen uns einfach nicht mit uns alles machen. Das wollten wir dabei irgendwie bewirken bei ihm. Ja. Auf A1. Guido Scharping führt die sogenannte Lebendkontrolle durch. Alle 10 bis 15 Minuten kontrollieren die Beamten per Guckloch Gefangene, die als gefährdet gelten. Ein Vorgang, der ständig wiederholt und protokolliert werden muss. Und Zeit, er ist erneut im besonders gesicherten Haftraum gelandet. Er ist halt hier in Deutschland in... Man könnte sagen, in einem Ghetto einer Großstadt groß geworden und unter seinesgleichen aufgewachsen und nicht sozialverträglich erzogen worden. Aber eigentlich weiß doch jetzt noch niemand, was man mit ihm machen soll, oder?
Wir haben schon ein Konzept. Nur es bedarf Geduld und eines unwahrscheinlich konsequenten Vorgehens. Was da passieren könnte? Ja, dass man doof angepöbelt wird. Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie die anderen hier so drauf sind. Schon Respekt vor den Leuten halt, die sind ja schon länger hier. Vielleicht interessiert sie das nicht, ob die noch länger hier sind und, keine Ahnung, greifen einen dann einfach an oder so. Und du wirst dann halt in so eine Sache mit reingezogen, kriegst dann für irgendwas, was du gar nicht wolltest, noch länger und da habe ich keine Lust drauf. Einen Tag später. Dennis wird in seine neue Zelle gebracht. Auch hier wird vorerst ein Bett frei bleiben. Das Wachpersonal kann Dennis noch nicht einschätzen. Auch er könnte ausrasten, theoretisch, und am Ende den Spannmann, den Zellengenossen, drangsalieren oder gar foltern. Das Gefängnis ist rappelvoll. Rund 400 Gefangene sitzen in Herford ein. Viele zu zweit in einer Zelle, auf engstem Raum. Die meisten hatten sich zuvor auf der Straße durchgeschlagen. Raub, Schlägereien und Drogenhandel. Therapieprogramme für die große Masse gibt es nicht in Herford. Es fehlt an Fachleuten, mehr noch an guten Konzepten. Zwei Zellentrakte neben Dennis. Hier sitzt einer der Täter von Siegburg ein. Ralf A. ist der älteste von drei Gefangenen, die ihr Opfer zuerst stundenlang gequält und sexuell erniedrigt hatten. Dann zwangen sie ihren Mitgefangenen, sich selbst zu erhängen. Sonst kannst du da selber nochmal fahren. Guten Appetit. Auch er hat hinter Gittern schlimme Gewaltverbrechen begangen. Christopher ist es jedoch inzwischen gelungen, sich in Herford hochzuarbeiten. Zurzeit ist er Bibliothekar und hat viele Vergünstigungen wegen guter Führung. An Geld und Tabak mangelt es ihm nicht. Christopher ist Einzelgänger. Wie Dennis lehnt er Kontakte zu Mitgefangenen ab. Seine eigentliche Haftstrafe wegen Kleinkriminalität und Drogenhandel hat er abgesessen. Dennoch muss er jetzt noch fast 4 Jahre im Gefängnis bleiben. Was haben Sie im Knast oder eher in der Haft an Verbrechen begangen? Also ich habe in der Haft eine gemeinschaftliche schwere Körperverletzung begangen. Unter anderem mit Folterung und so. Ja, und deswegen bin ich halt auf A1 runtergekommen. Auf A1. Die von allen gefürchtete Absonderungsabteilung mit strenger Einzelhaft. 6 Monate lang war Christopher dort. Hier hätten sie ihn umgedreht, sagt er. Und er meint damit die Bediensteten, allesamt Freiwillige, auf der einzigen Spezialabteilung für knastinterne Gewalttäter in NRW. Ja, hier sitzen halt alle Gefangenen, die sich im Vollzug...